Heute reagieren wir mal auf eine Abmahnung, die einen YouTuber getroffen hat. Darüber hat er jetzt ein Video gemacht. Es geht um den lieben Salami bzw. Salamibrötchen. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, Rechtsanwalt aus dem schönen Mainz. Und ich will mich heute ein bisschen mit Abmahnungen befassen. Gehen ja immer viele durchs Internet, gerade hier auf YouTube, bei Reaction-Videos ist das häufiger mal, das ist passiert, da geht es um Urheberrecht, da geht es um andere Sachen, all diese Dinge. Und da habe ich was gefunden, der liebe Salami hat ja schon mal auf mich reacted, fand ich ganz geil. Und wieso sitze ich nicht in der Mitte? Warte mal, wo muss ich denn hin? Ah, mit dem Spiegelverkehr, das ist immer alles etwas schwierig. So, jetzt ist es richtig. Der hatte damals schon mal berichtet von einer Abmahnung, die ihn wohl getroffen hat, von der sogenannten leeren Frau. Das ist eine TikTokerin, glaube ich, im weitesten Sinne. Ich kannte sie auch nur über ihn, muss ich zugeben. Und da gab es dann wohl juristischen Stress. Ich wollte schon mal was dazu machen, aber das Ursprungsvideo, um das es da wohl ging, das ist nicht mehr online gewesen, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden. Warum? Es gab dann noch ein zweites, wo er nochmal was dazu sagt, in ein bisschen abgewandelter Form. Jetzt hat er aber tatsächlich ein neues Video rausgebracht, die ganze Wahrheit über die leeren Frau. Und da habe ich gedacht, das können wir ja mal nehmen und können das vielleicht mal juristisch auseinanderklambüsern, was da genau passiert ist. Und ja, das machen wir jetzt. Also, Grüße an Salami. Und der hat übrigens zwei Kanäle, einen Live-Kanal und einen normalen. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein, was da so zu sagen ist, ja. So, da ist das Video die ganze Wahrheit über die leeren Frau. Und dann brauche ich Kopfhörer und dann geht's los. Ich sehe aber schon, das Video ist relativ lang. Ich habe das bisher nur mal überflogen tatsächlich, habe es nicht ganz geguckt. Ist aber fast anderthalb Stunden lang, also ich glaube nicht, dass wir das in einem schaffen, weil ich ja auch noch was dazu sülze. Von daher müssen wir wahrscheinlich zwei oder sogar drei Teile draus machen, ich weiß es nicht. Fangen wir einfach mal an. Guck mal, dass das mit dem Kopfhörer geht. Und los geht's. Link unten in der Beschreibung. Aber ich glaube, das kennen sehr viele Frauen, die in rechtliche Schwierigkeiten mit Männern geraten. Der Support geht oft an den Mann. Selbst wenn die Frau beweisen kann und eine Spitzenkanzlei sie vertritt und ihr Recht gibt, selbst dann wollen die Leute lieber den Mann als das arme Opfer sehen. Oh Gott, wie schrecklich. Los auf sie, alle auf die bösen Männer. Aussage halte ich übrigens für falsch. Wieso wollen die denn lieber den Mann sehen als die Frau? Ist ja Quatsch. Leute, was steht denn rum? Greift ihn an! Na, erinnert ihr euch noch an sie? Ich wurde von einer TikTokerin mit über 400.000 Followern und gleichzeitig Lehrerin abgemahnt, weil ich sie in ein paar meiner Videos kritisiert hatte. Mein erstes Video zu ihr habe ich nach ein paar Stunden offline genommen, weil sie mich extrem unter Druck gesetzt hat. Dann habe ich aber ein paar Tage später ein zweites Video gemacht, in dem ich einfach genau die gleichen Punkte nochmal kritisiert habe, allerdings in sarkastischer Form. Nach der Abmahnung gegen diese zwei bzw. drei Videos, ich hatte noch ein kleines Infovideo gemacht, warum das Video offline genommen werden musste, habe ich dann noch ein Video hochgeladen, und zwar, dass ich eure finanzielle Unterstützung brauche, um mich gegen diese Abmahnung genau, wehren das zu können. Ich gesehen. Und seitdem ist wirklich viel passiert. Ich zeige euch in diesem Video, wie mein Anwalt die Abmahnung erfolgreich abgewehrt hat. Wie schlecht diese Abmahnung überhaupt war, wie die Lehrenfrau in ihren Livestreams und ihrem Statement einfach nur komplett dreist lügt und Sachen verdreht, YouTube-Kollegen anschreibt, mir privat schaden wollte und wir räumen noch kurz mit ihren TikTok-Freunden auf. All das wird in diesem Video komplett analytisch auseinandergenommen und ich zeige euch wirklich detailliert auf, wie sie lügt, alles verdreht und so weiter und so fort. Seid gespannt, holt euch jetzt schon mal das passende Popcorn und wahrscheinlich braucht ihr auch die kleinste Violine der Welt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also, bei solchen Abmahnungen, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht gesehen, um was es genau geht. Geht es ja meistens entweder um unwahre Tatsachenbehauptungen, du kannst Urheberrechtsverstöße rügen, ist gerade bei Reaction-Videos relativ interessant, ja, wie ist das überhaupt mit Reactions, darf man das, da wird ja fremder Content verwendet, Stichwort Zitatrecht, dann könnte natürlich auch sein, dass Werturteile vorkommen, dass sich jemand beleidigt fühlt oder sowas, vielleicht Datenschutz, gucken wir einfach mal, was es war. Das Wichtigste zuerst, nämlich die über 30 Seiten lange Abmahnung von einer Anwältin der Kanzlei WBS, ja, Säumiges Kanzlei, das wird noch später ziemlich lustig und... WBS Legal hat ihn abgemahnt, wow, oder früher Wilde Beuger und Solmecke, ne? Christian Solmecke, ja. Wobei es mit Sicherheit nicht selbst war, die haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Anwälte mittlerweile, keine Ahnung.
ganz wichtig, also merkt euch das, im Auftrag von Svetlana bzw. der Lehrenfrau bekommen habe, habe ich mich an einen wirklich sehr guten Anwalt gewandt. Der Mann hat da wirklich einen sehr, sehr krassen Brief zurückgeschickt und alle Punkte der Abmahnung locker abgewiesen. Auf die wichtigsten Punkte, und zwar meine Zitate, die ich laut ihr nie wieder sagen dürfte, wenn ich das Ganze unterschrieben hätte, kommen wir später noch im Detail. Ich kann natürlich nicht auf jeden Punkt der über 30 Seiten Abmahnung eingehen. Ich meine, ich habe alleine eine 24.000 Wörter Gegendarstellung geschrieben. Das alles in einem Video unterzubringen ist unmöglich. Aber wie gesagt, die Punkte, die ich unterlassen sollte, also die wichtigsten Punkte, auf die gehen wir heute ein. Es wurde jetzt auf jeden Fall von der Anwältin der Lehrenfrau kommuniziert, dass das Ganze nicht weiter verfolgt wird, also dass keine Klage eingereicht wird. Oh, das ist natürlich schon mal ein interessantes Ergebnis vorneweg. Das ist dann ja voll in die Hose gegangen mit der Abmahnung. Also das Spiel läuft ja so, ich mahne ab, dann hat der Abgemahnte, in dem Fall hier Salami, die Möglichkeit, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Da steht dann sinngemäß drin, okay, pass auf, ich habe Mist gemacht, ich mache das nie wieder und wenn ich es nochmal mache, dann zahle ich dir eine angemessene Vertragsstrafe. Dann kann man, in der Regel sind die Anwaltskosten ja auch gefordert, dass die bezahlt werden aus einem bestimmten Streitwert. Ich weiß nicht, was hier festgesetzt wurde. So ist eigentlich das Spiel, gibt dann auch noch vermittelnde Spiele, dass man sagt, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht, aber ich unterschreibe dir die Unterlassungserklärung trotzdem, dafür zahle ich dir aber die Anwaltskosten nicht und. Kann man also alles in verschiedenen Konstellationen spielen. Aber interessant natürlich, dass die abmahnende Anwältin dann hier tatsächlich mitteilt, wir reichen keine Klage ein. Das ist natürlich komisch. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt keine Klage einreichen würde, würde ich das gar nicht mehr kommunizieren, dann würde ich es halt einfach nicht machen. Aber jetzt wirklich noch zu schreiben, okay, ich reiche keine Klage ein, das ist schon, naja gut, kann man machen. Schauen wir weiter. Das hat sie zwar nicht haargenau wörtlich so gesagt, sie hat nur mit meinem Anwalt telefoniert und da wurde das so mäßig kommuniziert, zumindest hat mein Anwalt und ich, wir haben das so verstanden. Sie kann natürlich jetzt noch 3 Jahre lang, bis die Frist zur Verjährung abgelaufen ist, eine Klage einreichen. Das würde mich natürlich sehr freuen, weil das wäre schon wirklich lustig vor Gericht zu sehen. Mein Anwalt und ich, also Verjährungsfrist 3 Jahre, allerdings zum Jahresende dann, ne? Ja. Nicht nur ich, er hat gesagt, nachdem, er wäre ready, aus was sind natürlich auch bereit, eine negative Feststellungsklage einzureichen, beziehungsweise auch eine Gegenklage, muss ich noch überlegen, habe ich natürlich auch jetzt 3 Jahre Zeit, meines Wissens nach. Es ist negative Feststellungsklage, also eine Klage auf Feststellung, dass die begehrten Unterlassungs- oder was auch immer es für Ansprüche waren, nicht bestehen. Ja, man kann die Gegenseite auffordern, kann sagen, hier, du gibst jetzt zu, dass da kein Anspruch ist. Wenn die das dann nicht machen, könnte man sie verklagen. Negative Feststellungsklage kommt in der Praxis nicht so oft vor. Ich glaube, ich habe es schon 3 Millionen Mal angekündigt, aber wirklich gemacht habe ich es, glaube ich, noch nie. Weiß gar nicht. Oder einmal? Keine Ahnung. Aber natürlich ultra kraft- und zeitaufwendig. Ich meine, so ein Prozess dauert mal mindestens 1,5 Jahre, bis man mal einen Termin bekommt vor dem Landgericht. Und dann kann sich das Ganze 2, 3, 4, 5 Jahre strecken. Kommt drauf an, in welche Instanzen man da noch geht. Und ich meine, ich habe ja nichts verloren. Mein Video ist immer noch online und hat seitdem irgendwie über 7.000 Aufrufe dazu bekommen. Korrekt. Fristen bzw. Terminsvergabe bei den Landgerichten, falls man es hier vom Landgericht anhängig macht, ich sag mal, bei uns hier in Mainz bis zu einem Termin vielleicht zwischen 3 und 6 Monaten, kommt ein bisschen drauf an. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er sitzt, welches Gericht da zuständig wäre. Wir wissen ja auch, liegender Gerichtsstand und so, ne? Könnte man auch woanders anhängig machen, dann kommt es natürlich ein bisschen auf das jeweilige Gericht an. Also warum sollte ich jetzt Klage einreichen? Ich meine, könnte ich machen, einfach nur für mein Ego, aber ich habe ja nichts verloren. Aber ganz ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Ganz sicher kann sich die Lehrenfrau und ihre ganzen TikTok-Freunde aber sein, wenn, und natürlich auch alle anderen Influencer, wenn ich nochmal eine Abmahnung bekomme, werde ich sofort eine negative Feststellungsklage einreichen oder eine Gegenabmahnung oder beides, weil ich werde mir das auf keinen Fall nochmal gefallen lassen und auf jeden Fall, wenn nochmal sowas kommen sollte, aus allen Rohren zurückfeuern. Selbstverständlich. Wenn also jemand von euch... Ja, ist manchmal, glaube ich, auch die richtige Strategie, gerade hier im Bereich YouTube oder sowas, wenn da hin und her gestritten wird, dann werden vielleicht Videos hin und her gemacht, dann sollte man es tatsächlich schnell juristisch klären. Wie gesagt, ich persönlich war nie in der Situation, dass ich eine negative Feststellungsklage wirklich einreichen musste, das ließ sich mal anders klären. Aber er hat recht, gerade in diesem Bereich, und wenn da wirklich eine Abmahnung droht und man nicht weiß und man will es unbedingt geklärt haben, dann macht man es halt so rum. Ja? Also nicht falsch verstehen, was ich vorhin sagte. Bock hat auf einen Rechtsstreit mit mir über Jahre und mit dem Risiko, Prozesskosten in Höhe von irgendwie mehreren 10.000 Euro zu verlieren.
dann seid ihr gerne herzlich eingeladen. So viel schon mal zu den positiven Nachrichten. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, mein Gesicht bewahrt zu haben und auch standhaft geblieben zu sein. Ich habe mich ja damals von den Drohungen der leeren Frau einschüchtern lassen und mein erstes Video nach irgendwie 5, 6, 7 Stunden offline genommen, weil ich mich halt einfach habe einschüchtern lassen. Den Fehler habe ich dieses Mal nicht begangen und deswegen bin ich wirklich froh. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Wir schauen als... Also ich muss auch sagen, wenn eine Abmahnung kommt, dann ist das natürlich erstmal, Salami ist ja relativ jung, der hat jetzt glaube ich auch nicht jeden Tag mit sowas zu tun. Bei mir schreiben nur Anwälte oder zu 90%. Aber wenn eine Anwaltskanzlei schreibt und das ist dann auch noch so ein Packen und jetzt ist in dem Fall auch noch WBS Legal, das macht natürlich schon ein bisschen Eindruck. Wobei ich sagen muss, sie kochen natürlich auch noch mit Wasser und die Abmahnung ist nicht von Christian Solmecke verfasst, 100% nicht oder 99% gehe ich nicht davon aus. Der hat da gar keine Zeit für, sondern das sind halt irgendwelche angestellten Rechtsanwälte, die das hier machen und dann eben die Punkte rausfischen. Trotzdem natürlich renommierte Kanzlei, also von daher, das macht schon mal Eindruck, wenn so ein Wisch ins Haus kommt, ja. Erstes Mal in ihr Statement-Video rein, was über 600.000 Aufrufe inzwischen hat und in dem sie ziemlich viel schwindelt. Ich habe eine Unterlassung gegen einen Creator veranlasst. Wir schreiben im Juli 2023, ich chille mein Leben, mache Content und auf einmal entsteht ein... Wir haben eine Unterlassung veranlasst. Ah. egal. Muss man nicht alles zu genau nehmen, gell? Etwas eher unschönes Video gegen mich. Zu diesem Zeitpunkt war ich psychiatrisch bereits krankgeschrieben. Okay. Ich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen und habe den Creator auch privat kontaktiert und ihn darum gebeten, das runterzunehmen und gesagt, dass ich mich sonst auch juristisch verteidigen würde. Also bei mir gemeldet ist wirklich ein guter Witz. Sie hat sich zwar als erstes bei mir gemeldet, lässt aber weg, dass sie vorher einen YouTube-Kommentar geschrieben hat mit dem Inhalt: Möchtest du für diese Darstellung meiner Person ein... Okay, das ist eine ganz blöde Idee, finde ich. Das ist eine ganz doofe Idee. Warum schreibt man denn sowas? Warum droht man auf der... Ich weiß nicht, würde ich nicht empfehlen, sowas zu machen. Das, besser nicht. Anzeige oder nimmst du es freiwillig runter? Dann habe ich diesen Kommentar gescreenshottet und mit der Bildunterschrift kritikunfähig in meiner Insta-Story gepostet und daraufhin hat sie mich erst angeschrieben. Sie lässt also weg, dass ihr Anschreiben kein nettes Anschreiben war, sondern eine öffentliche Drohung. Und dass sie in psychiatrischer Behandlung war, ist zwar extrem schade für sie und ich hoffe, ihr geht's bald besser, ist aber absolut irrelevant. Wer mit meinem ganz normalen und harmlosen Kritikvideo, in dem ich sie sogar mehrfach lobe, nicht klarkommt, der hat im Internet einfach nichts verloren. Also wenn mich ein anderer YouTuber eines Tages kritisieren sollte, dann sage ich auch einfach, ey, mir geht's übertrieben schlecht, hör auf mit deiner Kritik, sonst mahne ich dich ab, sonst zeige ich dich an. Also wenn das okay ist, dann gibt's bald auf YouTube überhaupt keine Kritik mehr. Das ist halt einfach ein Cheatcode, um keine Kritik mehr zu bekommen. Schaut euch mein Originalvideo an. Ich lobe sie mehrfach und gehe überhaupt nicht mal ansatzweise unter die Gürtellinie oder bin irgendwie ehrenlos. Ich kritisiere einfach nur ihre Art. Achso, ich folge daraus, hat er das Originalvideo wieder online gestellt. Muss mir natürlich dann auch nochmal reinziehen. Aber jetzt machen wir erstmal die Reaction hier weiter auf sein Statement. Da kriegen wir ja dann noch juristische Details, hoffe ich. Videos zu machen und den Inhalt ihrer Videos. Mehr nicht. Diese Masche, dass es einem nicht gut geht und die Person deshalb die Kritik nicht verträgt, die zieht vielleicht bei irgendwelchen naiven, gutgläubigen Menschen, aber jede andere durchschaut das einfach sofort. Und wie gesagt, wenn sie damit nicht klarkommt, dann ist das Internet und Social Media einfach nicht der richtige Ort für sie. An der Stelle möchte ich euch einfach nochmal daran erinnern, was meine ursprüngliche Kritik war, also was ich an ihrem Content kritisiert habe. Schaut euch einfach mal beispielhaft dieses TikTok an. Stellt euch mal. Ist das ihr Content? Solche Sachen? Oder ist das jetzt ein Ausreißer, was sie da gemacht hat? Also sie ist Lehrerin, so viel weiß ich. Ja, gut. Kann man machen. Okay, muss ja mir nicht gefallen, ist auch egal. Aber gucken wir weiter.
Boah, sie ist eure Lehrerin. Also ihre Schüler sehen ja bestimmt die Videos und finden die bestimmt super. Also sorry, aber da kann mir auch keiner erzählen, dass das keine gute Unterhaltung ist. Ich finde, als Lehrerin sollte man schon wenig Abstand zu seinen Schülern haben und genau solche Themen gehören auf TikTok und auf Social Media generell. Wenn du so einen schwierigen Content hochlädst, dann musst du damit rechnen, dass dich andere dafür kritisieren. Und wenn du mit dieser Kritik dann nicht klarkommst, dann darfst du halt einfach solchen Content nicht machen. Ich finde auch, dass... Ich meine, das ist jetzt bestimmt irgendwie witzig gemeint oder so. Sie hat ja anscheinend auch viel Follower, die das irgendwie cool finden. Vielleicht macht sie ja auch noch andere Sachen. Ich habe jetzt wirklich nicht reingeguckt. Ich muss aber sagen, dass einem das nicht unbedingt gefällt, solche Sachen, die hier aus dem Lehrerbereich, das kann ich auch verstehen. Und deshalb muss man da, glaube ich, auch mit Kritik rechnen, ja. Dich generell nicht auf Social Media als Creator aufhalten. Aber versuch bitte nicht mit irgendwelchen faulen Tricks dann die Kritik loszuwerden. Die Kritik hast du, Lehrerfrau, selbst verschuldet. Nicht ich, nicht sonst irgendwer. Du selber. Die Absprache, die wir dann getroffen haben, war, er nimmt die Videos runter, wir gehen getrennte Wege und ich werde ihn niemals zur Anzeige bringen. Ja, das ist halt ein... Ich will mal zu dieser Anzeigengeschichte was sagen. Ja? Anwälte, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mahnbrief schreibe, du schuldest 1000 Euro und ich schreibe dann dazu, pass auf, du zahlst das jetzt, sonst zeige ich dich an, dann ist das immer ein Problem, ob ich mich im Bereich einer strafbaren Nötigung bewege. Ja? Das betrifft aber speziell Anwälte, sage ich dazu, und hängt auch ein bisschen davon ab, ob man die Existenz der Forderung genau rechtlich überprüft hat oder nicht. Aber dieses Drohen mit Strafanzeige, das wissen Anwälte, ist immer heikel. Ja? Bei Privatleuten sieht das ein bisschen anders aus. Ich würde sowas trotzdem nicht machen. Gibt so einen schönen Western, da sagt einer, wer schießen will, soll schießen und nicht quatschen. Ja, und deshalb, wenn man sowas machen will, dann macht man es und dann droht man nicht oder man sagt, ich zeig dich jetzt an und macht es dann, aber dieses grundsätzliche, mach Anzeige, sonst nimm das sonst runter oder ich mache Anzeige, finde ich auch irgendwie Banane. Ach, gelogen. Ich habe unseren gesamten Instagram-Chat Wort für Wort, Audio für Audio, komplett Buchstabe für Buchstabe abgetippt, über 6 Seiten lang. Und würde den wirklich liebend gerne mal veröffentlichen, dann würdet ihr nämlich sehen, was sie eigentlich für ein Mensch hinter den Kulissen ist. Ich wollte sie auch eigentlich danach fragen, wurde dann aber leider auf TikTok und Instagram mit meinem Account blockiert und auf meine Nachricht mit meinem 7. Account oder so kam dann leider keine Antwort. Tja, da hat wohl jemand Angst, dass seine Lügen auffliegen, ne? Aber keine Sorge, ich zeige euch allein an meinen Nachrichten in diesem Instagram-Chatverlauf, dass es diese Abmachung nie gegeben hat. Als erstes habe ich ihr angeboten, dass ich einzelne Passagen aus dem Video entfernen kann, die ihr nicht passen. Ich schreibe da zum Beispiel, wir können ja einfach mal ehrlich reden, einfach kurz. Also mit mir kannst du easy über alles reden, ist gar kein Problem. Ich denke, wir finden eine Lösung. Welche Aussagen findest du denn nicht in Ordnung oder was passt nicht oder... Finde ich aber schon sehr freundlich, dass man fragt, hier soll ich irgendwas rausnehmen oder so. Cool. Das ganze Video. Also was genau ist das Problem? Also für dich würde nur in Frage kommen, ich nehme das Video runter oder du zeigst mich an oder wie. Bestimmte Aussagen aus dem Video zu entfernen passt für dich nicht. Titel ändern, Thumbnail ändern oder was auch immer kommt, alles für dich nicht in Frage oder wie. Dann wiederholt sie das und schlägt mir das gleiche quasi selbst vor. Also dass ich das Video erst offline nehme und sie mir eine Überarbeitung mit Sachen, die ich rausschneiden soll, bis morgens... Boah, ich prognostiziere schon, dass das ja zu nichts führt. Hat ja wohl auch zu nichts geführt, aber diese Art der Konversation, die sie dann da ansteuert, das 95% der Fälle führt das zu nichts, da braucht man auch nicht schreiben. 8 am nächsten Tag zusendet. Ich schreibe darauf hin, okay, nehme ich an, ist offline und ich warte dann auf deine Überarbeitung. Dann bedankt sie sich dafür, will überprüfen, ob das Video wirklich offline ist, was es war, und fragt mich, was ich denn genau an ihr kritisieren möchte. Ich antworte folgendes. Alles, was ich in dem Video gesagt habe, möchte ich kritisieren, obviously. Sag mir einfach, welche Sätze oder Teilsätze raus sollen. Ich werde das Video nicht neu drehen oder so. Und auf einmal fängt sie an, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Sie versucht mich dann zu überzeugen, dass ein neues Video zu drehen ja viel sinnvoller sei und ich ja auch mit einem neuen Format viel besser dastehen würde, als einfach nur ein paar Teilsätze rauszuschneiden. Ich hab doch gesagt, das also führt klares Beispiel von, ich gebe dir meinen kleinen Finger und sie nimmt meine ganze Hand, meinen Arm und will noch meinen ganzen Körper. Ich bleib halt daraufhin standhaft und lehne das Angebot direkt und klar ab. Ich schreibe Zitat, sicher nicht, nein, aber das... Hab mich locker 12 Stunden Arbeit gekostet, ja klar... Ah, wie witzig, guck mal. Hat er hier diese gleiche Mikrofonaufhängung wie ich, nur dass ich hier anscheinend noch mein Schildchen dran habe.
Okay, weiter, sorry. Das Video hat mich locker 12 Stunden Arbeit gekostet und ich bin als Student auch busy drauf angewiesen. Ist halt bitter, aber kann mir nicht erlauben, die Zeit nochmal reingestecken, um dann doch angezeigt zu werden. Und dann kracht es nämlich komplett. Ich würde euch diese Nachricht so unfassbar gerne zeigen, weil sie in dieser Nachricht offen und direkt zugibt, dass sie unsere Abmachung bricht. Und zwar, dass ich halt das Video offline nehme und sie mir dann eine Überarbeitung schickt, die ich dann in YouTube Editor quasi überarbeiten kann. Denn sie möchte auf einmal doch, dass das Video komplett offline bleibt und nicht überarbeitet wird. Und zwar mit der Begründung, dass sie sich das Video nochmal angeschaut hat und ja, das überhaupt nicht überarbeitbar ist und auf einmal nur noch 2 bis 3 Sätze aus dem gesamten Video von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Das wird da ein kurzes Video, oder? schön. Und der Rest nicht. Das hat unsere Volljuristin natürlich mal mitten in der Nacht mal ebenso nebenher herausgefunden, ja, ist klar. Und in dem Kontext ist es auch noch lustig, dass ihre Anwältin in 3 Videos gerade mal 6 Sätze oder 7 Sätze herausgefunden hat, die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sein sollen. In 3 Videos. Aber die Lehrenfrau findet in ein paar Minuten, in einem einzigen Video, was 10 Minuten lang geht, auf jeden Fall irgendwie um die 100 Sätze, die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Ja, also 3 Sätze abgemahnt. Spoiler, doch, sie sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber eine Bio-Lehrerin weiß es natürlich besser als ich als Wirtschaftsrechtsstudent. Ist klar. Da merkt ihr einfach mal, was sie für ein Mensch ist. Sie hat mir das erste angeboten, damit ich das Video... Was jetzt? Ist das ein Bogen? Na klar. Oder laber ich jetzt irgendeinen Scheiß? Nee, das ist doch ein Bogen, oder? Was er da hängen hat. Okay, krass. Kommt Pakete. Da merkt ihr einfach schon, was sie für eine Person ist. Sie hat mir das erste nur angeboten, damit ich mein Video schon mal offline nehme. Nur um danach dafür zu sorgen, dass das Video offline bleibt. Dass sie dabei die Abmachung bricht. Ist ihr sowas von scheißegal. Und sich dann dahin zu stellen und kackendreist in die Kamera zu lügen, dass ich angeblich die Abmachung gebrochen habe, ist so unfassbar frech und dreist. Aber... Wir müssen bei diesen Sachen natürlich jetzt mal eins zwischen reinschieben, gell? Das ist natürlich die Meinung von dem Salami. Das glaube ich ihm jetzt natürlich auch. Kein Grund, da was Entgegenstehendes zu glauben. Die Lehrenfrau kann natürlich da auch drauf reagieren und könnte auch mal ihre Sicht der Dinge sagen. Die kennt er natürlich jetzt nicht. Ich kenne ja nur das, was er jetzt hier reingestückelt hat. Aber der Hinweis, dass wohl keine Klage mehr auf die Abmahnung hin erfolgt, spricht natürlich auch eine deutliche Sprache, was hier gelaufen ist, ne? Oder wer vielleicht im Recht ist. Aber... Das nur am Rande. Also ich höre mir auch immer gern beide Seiten an. Wenn die Lehrerfrau darauf reagieren will, kann sie es ja gern machen. Okay. Warum geht das nicht weiter? In unserem Instagram-Chat wird es danach noch dreister. Sie tut dann auf einmal auf nett und schlägt mir einfach den nächsten Deal vor, obwohl sie kurz vorher unseren Deal gebrochen hat. Und zwar, dass ich das Video offline lasse und auch nichts mehr zu ihr irgendwie in der Art mache und sie mich im Gegensatz dafür in Ruhe lässt. Ja, schöner Deal. Der andere Vorschlag von ihr wäre, dass ich noch ein Video zu ihr mache, aber sie mich dabei unterstützt und mir sagt, was geht und was nicht. Also was ich kritisieren darf und was ich nicht kritisieren darf. Ja, also ich glaube, genau so funktioniert Journalismus. Ach, das ist ja vollkommen Banane. Ich meine, er ist ja weitestgehend, so wie ich seinen Content verfolge, Reaction-YouTuber, ne? Da gehört das eben dazu, da kann er nicht vorher sagen, dann, wenn du ein Video über mich machst, dann sage ich dir aber vorher, wie du das zu machen hast oder so. Ich meine, dass man sich da abstimmt oder dass man da jetzt nicht unbedingt jemand anpisst, das ist okay, aber ansonsten, ja. Also ich weiß nicht, was ihre Wertevorstellung von freiem Journalismus, freier Meinungsäußerung und Pressefreiheit und Kritikvideos auf YouTube ist, aber ich glaube, es funktioniert nicht, dass man von der Person, die kritisiert werden soll, gesagt bekommen sollte, was man kritisieren darf und was nicht. Also zumindest nach meiner Vorstellung. Aber merkt ihr eigentlich, wie dreist das Ganze ist? Der Deal, den sie mir vorschlägt, wird einfach von Nachricht zu Nachricht immer schlechter. Das ist genau das Gleiche, was sie mir schon davor vorgeschlagen hat, nur jetzt mit der Extra-Klausel, dass das Ganze für immer ist. Und das ist auch der Deal, von dem sie in ihrem Statement geredet hat, den ich angeblich gebrochen hätte. Die Absprache, die wir dann getroffen haben, war, er nimmt die Videos runter, wir gehen getrennte Wege und ich werde ihn niemals zur Anzeige bringen. Also, ich kapiere das schon nicht. Ich bringe dich nicht zur Anzeige, ja? Wegen was denn? Wegen was willst du ihn denn anzeigen? Hat er beleidigt oder sonst was? Ich hoffe, das erfahren wir dann auch noch.
schauen wir doch einfach mal, ob ich dieses Angebot angenommen habe. Denn, also für mich ist es halt normalerweise so, dass ein Angebot auch immer Angebot angenommen werden muss, damit dieser Deal standhaft ist. Das ist korrekt, ja. Angebot und Annahme. Ich schreibe ihr direkt als Antwort auf diese Nachricht: Ich werde das Video offline nehmen. Ich lehne dein Angebot dankend ab. Ich werde keine Zensurvideo machen, weil genau das möchtest du machen. Du möchtest mich zensieren, nur das sagen, was harmlos ist, und das, was hart ist, ist zu hart. Und obwohl es nicht zu hart ist, sowas lasse ich nicht mit mir machen. Keine Zensur passiert hier. Ich werde mir was überlegen oder ich werde es einfach komplett lassen, aber das Video, was du hier siehst, wird offline bleiben, wurde abgeschnitten. By the way, das war eine Audio mitten in der Nacht, also normalerweise rede ich dann doch ein bisschen deutlicher. Also ich sage klar, ich lehne das Angebot dankend ab. Und sie sagt: Die Absprache, die wir dann getroffen haben, war, er nimmt die Videos runter, wir gehen getrennte Wege und ich werde ihn niemals zur Anzeige bringen. Ja, das stimmt dann wohl nicht. Also Real Talk, noch deutlicher kann ich euch einfach nicht beweisen, dass sie dreist in die Kamera lügt. Wer das hier nicht versteht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Am nächsten Tag erschien dann ein Video, in dem es hieß, ich wäre demokratiegefährdend. Also, dass sie demokratiegefährdend ist, habe ich nie behauptet. Ich habe nur gesagt, dass solche Abmahnungen bzw. das System der Abmahnungen demokratiegefährdend ist, weil sie einfach sozial Schwächere extrem benachteiligen. Schaut euch mein Video an. Ich behaupte in keiner Sekunde, dass sie persönlich demokratiegefährdend ist. Solche Aussagen von ihr sind einfach nur unwahre Tatsachenbehauptungen. Und wäre ich ein genauso schlechter Mensch wie die Lehrerin-Frau, dann würde ich sie jetzt sofort abmahnen deswegen. Das ist mir auch gerade noch aufgefallen im Schnitt. Also wenn sie wirklich gesagt hat, er hätte sie als demokratiegefährdend bezeichnet und er hat das gar nicht gesagt, dann ist das natürlich auch nicht korrekt. Dann ist es eine unwahre, unrichtige Tatsachenbehauptung, ja. Er hat ja anscheinend das Abmahnungswesen in diesem Fall als demokratiegefährdend bezeichnet, aber nicht sie. Also wenn sie jetzt behauptet, er hätte zu ihr gesagt, sie sei demokratiegefährdend, dann ist das nach dem Schilderungsstand hier unrichtig. Ja, und das ist dann auch nicht korrekt, kann man so nicht machen, wäre rechtswidrig, wenn sich das so zugetragen hat. Ich sage es noch dazu, selbst wenn er gesagt hätte, sie ist demokratiegefährdend, dann ist das keine Tatsachenbehauptung, das ist eine Meinungsäußerung aus meiner Sicht, wäre von der Meinungsfreiheit wohl gedeckt, keine Schmähkritik, ja, aber das nur am Rande. Ich wäre zensierend, ich hätte ihn bedroht und erpresst. Ja, sie hat mich bedroht und erpresst. Zwar keine Erpressung oder Bedrohung nach juristischer Definition, aber das habe ich auch gar nicht gemeint. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es für euch wäre, wenn ich euch schreiben würde, dass ich eine Sache gegen euch in der Hand habe, die überhaupt nichts mit dem Kritikvideo, mit der eigentlichen Sache zwischen uns zu tun. Ja, das hat er ganz richtig dargestellt. Bedrohung, ne? Drohen mit einem empfindlichen Übel im juristischen Sinne gibt es einen Straftatbestand, genauso die Erpressung. Ja, da drohe ich dann mit einem empfindlichen Übel, um irgendwie einen Vermögensvorteil zu erlangen oder sowas. Ja. Also hat er richtig dargestellt. Trotzdem kann natürlich was als drohend empfunden sein. Und hier diese Geschichte, ich zeig dich an oder du nimmst das Video runter, das ist natürlich schon, auch wenn es keinen juristischen Straftatbestand erfüllt, drohend. Na, das ist klar. Hat, sondern nur mit mir und ganz woanders steht und so mäßig durch die Blume sage, ja, im Kontext, wenn du das Video nicht offline nimmst und nicht auf meine Forderung eingehst, dann kann ich dich alleine schon für die ganz andere Sache abmahnen. Also wenn das nicht bedrohend oder erpresserisch rüberkommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Sie hat zwar nicht dieses entweder du machst das oder das passiert gesagt, aber sie hat sowas gesagt wie, ich habe das Screen recorded und... Doch, hat sie ja ganz am Anfang in ihrem Kommentar, ne? Nimmst du es freiwillig runter oder Anzeige, ne? So war ja schon so, ganz am Anfang. Dokumentiert, dass du kein Impressum drin hast. Also allein dafür könnte ich dich jetzt schon abmahnen. Und Achtung, das ist nicht der genaue Wortlaut, aber so mehr oder weniger. Und vergesst nicht, dass... Ja, auch bei YouTube Impressumspflicht... So kenne ich das, zumindest dann, wenn es im weitesten Sinne einen geschäftlichen Kontext auch hat. Er macht das ja schon in größerem Stil und ist auch monetarisiert, streamt auch auf Twitch. Von daher wohl Impressumspflicht, ja.
Ganze im Kontext der Forderung, dass ich mein Video zu ihr löschen soll. By the way, weil sie so erschreckt tut und erzählt, dass direkt am nächsten Tag das nächste Video von mir kam. Am nächsten Tag erschien dann ein Video, in dem es hieß, ich wäre demokratiegefährdend. Sie wusste davon. Ich habe es mit ihr abgesprochen und sie hat das Ganze bestätigt. Ich schreibe dazu, werde morgen ein Statement hochladen, ohne dich oder irgendwas aus dem Video oder sonst irgendwas zu dir zu sagen oder zu erwähnen. Und sie bestätigt das. Och Mann. Nochmal zur rechtlichen Klarstellung. Wenn dir jemand Unrecht antut und gegen deine Rechte verstößt und du dann sagst, bitte hör auf damit, ich werde mich sonst juristisch verteidigen, ist das keine Bedrohung oder Erpressung. Ach so, mein fehlendes Impressum sind also deine Rechte? Die Analogie muss ich mir mal merken. Und falls sie auch ihre Persönlichkeitsrechte damit meint, dann habe ich die erstens überhaupt nicht verletzt und zweitens kann man natürlich damit drohen, irgendwie rechtliche Konsequenzen oder Schritte zu gehen, wenn die andere Partei das Video nicht offline nimmt. Ich kann super gerne deine Nachrichten vorlesen und den Menschen zeigen, wie sehr du mich bedroht hast, liebe Lehrenfrau. Es gibt alleine 10 Zitate von ihr, in denen sie mir absolut wirre und haltlose Straftaten mitten in der Nacht um die Ohren haut. Also sie wirft mir Folgendes vor. Üble Nachrede, Falschaussagen, nochmal üble Nachrede, Verleumdung, unbenannte Gesetzesverstöße, Beleidigung, Ehrverletzung, Degradierung einer Person, nochmal Verleumdung, unbenannte Verstöße, die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, generelles Strafbarmachen und Verletzung ihrer Unversehrtheit der Würde. Okay, das sind natürlich harte Vorwürfe. Also manches ist natürlich jetzt als juristischer Begriff irgendwie Banane. Aber Verleumdung und solche Sachen vorzuwerfen ist natürlich auch schon eine Nummer, ne? Ja, und außerdem, das vielleicht noch im Nachgang, das geht natürlich auch in den Bereich einer falschen Verdächtigung oder sowas, gell? Je nach Umständen, also Vorsicht mit so Sachen. Gerade, weiß jetzt nicht, müsste öffentlich rausgehauen worden sein. Dann könnte es eine falsche Verdächtigung sein, ansonsten natürlich nicht. Ja, wenn es jetzt nur im Chat gemacht hätte oder sowas, dann nicht. Aber wenn man sowas öffentlich äußert oder in einem Video, das ist dann schon juristisch heikel, gell? Da er gesagt hat, dass es nachts irgendwie passiert, gehe ich davon aus, das war alles nur im Chat. Also von daher in dem Fall keine falsche Verdächtigung. Aber nochmal der Hinweis, sowas nicht öffentlich machen oder in Videos, gell, gilt für alle, das könnte problematisch werden. Und dann nicht mich anrufen, dann bin ich raus. Noch 17 Sätze, in denen sie mich extrem unter Druck setzt und mir wirklich kranke Sachen vorwirft. Zum Beispiel, dass ich eine Schwerbehinderte in psychiatrischer Behandlung angreifen würde und ihr Leben zur Hölle machen würde. Ja, kein Scheiß. Sowas hat die wirklich geschrieben und zwar extrem oft, um mich unfassbar unter Druck zu setzen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen und mich dazu irgendwie zu bringen, dieses Video offline zu nehmen. So, und jetzt bin ich super gespannt, wie... Gut, also der Punkt mit dieser Psychiatriekiste, da kann jetzt natürlich wenig zu sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass er das vorher wusste. Von daher, sie stellt Videos ins Internet, dann muss natürlich auch damit rechnen, dass sie irgendwie reagiert. Wenn sie da ansonsten Probleme hat, dann tut mir das natürlich leid. Aber das sind, glaube ich, irgendwie zwei Paar Schuhe, ja, wenn er das jetzt nicht bewusst für seine Videos da ausnutzt oder sowas, dann sehe ich da auch kein Problem, ja. Dann ist das halt so, dann ist das für sie natürlich dumm gelaufen, das kann ich menschlich nachvollziehen. Aber juristisch sehe ich jetzt ja wenig Angriffspunkte, aber wir gucken weiter. Wie ihr das Ganze seht, kann man hier nicht von einer Drohung reden? Denkt auch gerne nochmal an ihren direkt ersten Kommentar auf YouTube. Ja, da ist er, ja. Ich denke, die Sache ist wirklich mehr als eindeutig. Du solltest dann mit deinem rechtswidrigen Handeln aufhören. Das ist halt immer so, da sind dann zwei und der eine sagt, du handelst rechtswidrig und dann, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Das ist ja jetzt, um das Ergebnis vorwegzunehmen, will die Gegenseite gerichtlich nicht vorgehen. Also, entweder ist es nicht rechtswidrig oder sie will es nicht klären lassen. Ob es rechtswidrig ist, dann wissen wir es nicht. Aber ja, ist halt dann ein bisschen schwierig. Muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so Aussagen, was rechtswidrig ist und was nicht. Ja, ja, und um das nochmal klarzustellen, wie meine Aussagen hier zu verstehen sind. Ich habe bisher tatsächlich an dieser Stelle nichts gehört, was er jetzt irgendwie falsch gemacht hätte. Ja, es war ja noch nichts da. Also wir gucken ja noch weiter. Aber bisher, vielleicht kommt ja noch was, aber bisher konnte ich jetzt nichts erkennen. Also bisher hat anscheinend nichts falsch gemacht. Ja, meine Aussagen sind nur so zu verstehen, dass sie ihm ja irgendwas Rechtswidriges vorwirft. Also ich bin mal gespannt, ob da dann noch was kommt. Das ist wirklich unfassbar schlecht gealtert. Nicht ich sollte mit meinem rechtswidrigen Handeln aufhören, sondern
du, Svetlana, weil du in den ersten 55 Sekunden dieses Videos nur gelogen hast. Aber naja, 600.000 Menschen glauben mir jetzt und denken wirklich, dass ich so ein unfassbar schlechter Mensch bin. Aber ich sag mal so, das Vorwerfen natürlich von angeblichen Straftaten, die dann nicht stattfanden, ist natürlich juristisch auch heikel, ne? Ist genauso rechtswidrig. Also wenn die Sachen so sind, wie er es darstellt, hat sie natürlich hier einige unwahre Tatsachenbehauptungen drin, ne? Muss man dann auch so sehen und das ist natürlich auch rechtswidrig. Und durch die Rechtswidrigkeit wäre im Falle einer Abmahnung eine Wiederholungsgefahr indiziert. Ja. Vielleicht 5.000 Aufrufe bekommen. 5.000 gegen 600.000. Ist wirklich erschreckend, dass ich ihre Zuschauer absolut nicht erreichen kann, um meinen Ruf zu bereinigen oder zu zeigen, dass sie halt die ist, die lügt und nicht ich, der irgendwelche Verträge bricht und, keine Ahnung, eher irgendwelches rechtswidriges Handeln betreibt oder sonst irgendwas. Ich fühle mich an der Stelle einfach machtlos, weil sie die extrem viel größere Reichweite hat und sich nicht dafür entschuldigen wird, kann ich euch jetzt schon sagen, oder irgendwie das Ganze aufklären wird. 2 Tage später kam das nächste Video raus, das war nochmal ein gewaltiger Kracher. In 2 anderen Videos hatte ich auch nochmal einen Gastauftritt. Kontext des Ganzen, ich bin eine sehr gefährliche und radikale Person, über die man dringend aufklären muss. Ich habe also behauptet, dass sie eine sehr gefährliche und radikale Person ist, über die man dringend aufklären muss. Davon wüsste ich aber, oder? Ich gebe hiermit der Person, die mir den Ausschnitt zeigt, in der ich behauptet habe, dass die Lehrenfrau eine radikale und sehr gefährliche Person ist, 10.000 Euro bar auf die Hand. Aber keine Sorge, ihr könnt euch den Aufwand sparen, denn ich habe sowas nie gesagt. Okay, das ist natürlich dann auch krass. Warum sagt sie das? Selbst wenn er es gesagt hätte, würde ich übrigens in dem Kontext sehen, dass es wohl noch von der Meinungsfreiheit gedeckt wäre, ja. Das sind keine Tatsachenbehauptungen. Was ist denn gefährlich? Was ist denn radikal? Ja, aber gut. Der gleiche Punkt steht, by the way, auch in der Abmahnung und da ist es ein bisschen besser erklärt. Es geht nämlich um meine Videobeschreibung, in der Folgendes steht. Generelles Statement zu meinem Content. Meine Videos sind natürlich äußerst kontrovers, aber ich versuche immer ausschließlich kredibile und gute Quellen zu benutzen und mit einem Funken Humor zu arbeiten. Dennoch gilt, es ist meine Meinung, welche ich hier äußere und kein objektiver Journalismus. Das Ziel meiner Videos ist das Aufklären über zum Teil gefährliche, hetzende und radikale Themen und Personen. Dafür stehe ich mit meinem Content und als Person ein, weiterhin distanziert. Zum Teil gefährliche, hetzende oder radikale Themen, steht doch da nur. Ich mich von allen Arten von Extremismus und Radikalismus. Und genau dieser Text steht seit fucking über 2 Jahren automatisch unter jedem meiner Videos. Um euch eine Art Leitfaden oder Missionsbeschreibung zu geben und halt auch zum Beispiel vor radikalen und gefährlichen Personen und Themen halt zu warnen. Wie zum Beispiel, als ich über einen salafistischen Hassprediger berichtet habe, der ehemalige Kontakte zum IS hatte. Das zum Teil in diesem Satz bedeutet nämlich, dass nur ein Teil der Person, über die ich aufkläre und ein Teil der Themen, über die ich aufkläre, radikal oder gefährlich ist. Wer hätte das gedacht? Also soll ich jetzt irgendwie noch jedes einzelne Wort von mir definieren oder versteht man ein zum Teil? Und auch die Überschrift, generelles Statement zu meinem Content, bedeutet, dass das Ganze nicht auf ein spezielles Video bezogen ist, sondern, wer hätte das gedacht, ein generelles Statement ist. Boah, also wirklich, damit hätte ich niemals rechnen können. Und die Lehrenfrau und ihre Anwältin kommen deshalb auf die Idee, dass ich behaupten würde, dass sie eine radikale und gefährliche Person sei. Ey, das ist wirklich, das ist ganz verrückt. Das ist halt einfach nicht passiert und deswegen einfach nicht mehr als eine dreiste und billige Lüge. Ich möchte betonen, ich habe mich an die Absprachen die ganze Zeit gehalten, die andere Person nicht. Im Gegenteil, sie hat noch was draufgesetzt. Ey, wie kann sie sich bitte noch ernst nehmen? Jeder macht Fehler und ich habe dafür Verständnis. Aber sie lügt hier wirklich seit einer Minute 20 quasi komplett durch und spuckt jedem ihrer Zuschauer metaphorisch komplett ins Gesicht. Ich möchte hier wirklich nochmal betonen, wahrscheinlich hat sogar selbst ein Lügendetektor Angst vor ihr. Aber gut, schauen wir einfach mal nach, was ich denn noch so obendrauf gesetzt haben soll. Gegenstände der Unterlassung ist nicht nur die Persönlichkeitsrechtsverletzung, sondern Verstöße gegen das Urheberrecht als auch gegen meinen Datenschutz. Oh Gott, wie schrecklich! Dein Urheberrecht wurde verletzt. Das tut mir unfassbar leid. Also wenn mein Urheberrecht verletzt worden wäre, dann wäre ich mindestens genauso traurig und entsetzt und würde auch so erschüttert wie du in die Kamera schauen. Spaß beiseite, wollt ihr mal wissen, wie ihr Urheberrecht angeblich denn so schrecklich verletzt wurde?
Ja, das wollen wir. Darauf warte ich. Was war es? Ich habe in meinen zwei Originalvideos ihre TikToks mithilfe des Zitatrechts gemäß § 51 Urheberrechtsgesetz verwendet und bei manchen den Sound weggeschnitten, also sie hatte da so irgendwelche Musik drunter gelegt und stattdessen so Zirkusmusik eingeblendet oder drunter gelegt. Hier mal ein Beispiel. Okay, also es geht um Urheberrecht und der Vorwurf ist wohl, hier wurde was abgewandelt. So, und Sie behaupten jetzt, dass sich das Gesamtwerk verändert hätte und das dürfe man nicht. Problem ist nur, dass ich die Hintergrundmusik zum Teil weggeschnitten habe, weil es bekannte copyright-geschützte Lieder sind. Okay, also, ich denke, dass es hierum geht, sogenanntes Änderungsverbot. Das ist der 62 Urheberrechtsgesetz. Es korrespondiert auch mit dem 39, den machen wir auch nochmal auf. Hier, das ist eigentlich der Ursprung des Ganzen. Ja? Der Inhaber eines Nutzungsrechts darf das Werk, dessen Titel oder Urheberbezeichnung nicht ändern, wenn nichts anderes vereinbart ist. So, der gilt hier entsprechend, ja? Denn der 39 gilt ja eigentlich nur für den Inhaber eines Nutzungsrechts. Also wer das Urheberrecht hätte, das hat der Salami ja nicht. Der Salami beruft sich nämlich auf was anderes. Das ist nämlich das hier. Was hier nämlich passiert wird, die Frage ist ja immer, was ist denn mit diesen Reaction-Videos eigentlich los? Denn vom Grundsatz her sind das ja mal Urheberrechtsverletzungen, die ich da begehe, zumindest vom Prinzip her. Denn ich benutze natürlich Content eines fremden Creators in dem Falle und benutze ihn auf meinem Kanal. Ja, das könnte eine Urheberrechtsverletzung sein. Da gab es ja früher schon viel Stress, auch im Zusammenhang Stefan Raab und sowas. Diese Buttons, die da eingespielt werden, gab es die sogenannte Kalkofe-Entscheidung und so weiter. Und es gibt das sogenannte Zitatrecht, was ich hier im Urheberrechtsgesetz habe. Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes, also auch so eines solchen Videos, zum Zwecke des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbstständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden, Stellen eines Werks nach der Veröffentlichung in einem selbstständigen Sprachwerk angeführt werden, einzelne Stellen eines erschienenen Werks der Musik in einem selbstständigen Werk der Musik angeführt werden. Das heißt im Prinzip, ich darf bestimmte, bleiben wir mal bei YouTube-Videos verwenden, wenn ich sie im Prinzip zitiere, das heißt, ich muss Quellenangabe machen und so weiter. Das hat der Salami ja hier ganz schön gemacht. Sieht man auch immer bei den TikToks, die er da einblendet. Wobei es aus meiner Sicht teilweise auch reichen würde, wenn man es in der Caption macht. Aber sicher ist sicher. Ja, gibt es unterschiedliche Gerichte, die das unterschiedlich sehen. Also es ist gut, dass das auch im Video einblendet. Und ich muss quasi dieses Zitat verwenden. Also ich darf das nicht einfach nur abspielen. Wenn ich mir jetzt nur im Salami sein Video anschauen würde und würde dann sagen, oh ja, ja, geil, cool, ja, dann wäre das mit Sicherheit nicht vom Zitatrecht gedeckt. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel verwende, um daraus ein neues, selbstständiges, anderweitiges Werk daraus zu schaffen, ja, also was weiß ich, ich gucke mir jetzt im Salami sein Video zum Beispiel an, um das juristisch zu erläutern und mache daraus mein eigenes, in diesem Fall juristisches Werk. Und in diesem Fall ist das vom Zitatrecht gedeckt. Man muss auch unterscheiden. Ja, wir sehen das sehr gut bei Christian Solmecke. Der nimmt meistens nur sehr kleine Schnipsel aus Videos, während jetzt zum Beispiel ein Montana Black zum Beispiel ganze Videos macht. Also je länger ich ein solches Zitat mache, umso mehr muss ich auch unjuristisch gesprochen meinen eigenen Senf dazugeben, meine Meinung, meine im Prinzip eigene Darstellung daraus machen, mein eigenes Werk. Ja, also auch das ist dabei wichtig. Das heißt, einfach nur angucken, sagen, ist doof, ist kacke, das geht mit Sicherheit nicht, das ist problematisch bei Reactions. Aber jetzt zum Beispiel dieses als Zitat zu sehen, und das kann auch ein komplettes Zitat des ganzen Videos sein, um dann meine eigene Meinung quasi daraus zu kreieren, in einem gewissen Umfang muss die sein, ja, dann wäre es vom Urheberrecht gedeckt. Also ich schaffe quasi ein eigenes Werk daraus. Und das ist bei vielen dieser Reaction-YouTuber der Fall. Und das sehe ich auch so bei dem, was er da gemacht hat. Wobei ich sage nochmal, ich kenne das komplette Video von ihm jetzt nicht, aber ich kenne andere Videos von ihm und da sehe ich das eigentlich schon eingehalten. Ja. Trotzdem ist das ein Bereich, diese ganzen Reaction-Geschichten, da gibt es wenig Rechtsprechung dazu. Warum gibt es wenig Rechtsprechung dazu? Naja, stellen wir mal vor, ich mache jetzt was über einen bekannten YouTuber, nehmen wir mal
keine Ahnung, Rezo oder so, oder ich mache oft was zu Robert Mark Lehmann, gebe da auch meinen Senf dazu. Ich unterfüttere das ja meistens auch juristisch, von daher ist das okay. Aber selbst wenn es das nicht wäre, stellt sich ja noch die Frage, wie reagiert denn ein solcher YouTuber? Und da ist es eben aus Erfahrung häufig so, dass das nicht abgemahnt wird. Warum wird es nicht abgemahnt? Weil es zum einen für die Creator, auf die reagiert wird, natürlich kostenlose Werbung ist. Und zum anderen, wenn eine Abmahnung käme, laufen sie natürlich Gefahr, dass es auch veröffentlicht wird. Und wenn jetzt plötzlich durchs Internet schwirrt, keine Ahnung, ein Rezo oder ein Montana Black oder ein Robert Mark Lehmann mahnt mich jetzt ab wegen Urheberrechtsverletzung, dann hat das natürlich auch einen negativen Touch und sowas wollen die meisten YouTuber, glaube ich, nicht. Deshalb ist das okay und ist so eine Art ja, stillschweigendes Agreement und so weiter. Das grundsätzlich zu Zitaten, zu Reactions und so weiter. Ja. Worauf sie sich jetzt aber bezieht, ist natürlich hier dieses Änderungsverbot. Da heißt es nämlich hier, bla bla bla, dürfen Änderungen an dem Werk nicht vorgenommen werden. 39 gilt entsprechend. Und da steht eben auch, man darf daran nichts ändern. Ja, das Werk an sich. Gegenseite sagt jetzt, könnte eine Veränderung sein, weil er hier die Musik rausnimmt. Jetzt haben wir zwei Probleme. Das eine, wie der Salami schon sagt, es ist offensichtlich urheberrechtlich geschützte Musik. Das heißt, wenn er das auf YouTube dann zum Beispiel laufen lässt, könnte er Probleme kriegen, dass es rausgefiltert wird, etc. Und ein weiterer Punkt, der mir hier ins Auge sticht, ich greife ihn natürlich jetzt ein bisschen vor, wir schauen gleich mal, was er dazu sagt. Das ist, Moment, wo ist das? Hier, soweit es der Benutzungszweck nach 51a erfordert, sind Änderungen zulässig. 51a befasst sich ja mit Karikatur, Parodie und solchen Sachen, sogenannte Pastiche. Da sind wir natürlich auch in einem Bereich, wo man hier durchaus drüber streiten könnte, wenn er das vielleicht in einen lustigen Kontext zieht, gerade mit der Kirmesmusik hier. Aber gucken wir mal weiter, was er dazu sagt oder sein Anwalt. Mal ein paar Beispiele. Wir haben als erstes von Sekunde 0 bis 9 Doja Cat Cybersex Load und Reverb, dann von 48. Sekunde bis zu 57. Sekunde The Black Eyed Peas Meet Me Halfway. Black Eyed Peas. Bin ich denn wirklich schon so alt? Die Black Eyed Peas. Dann von Minute 1,36 bis 1,46, beziehungsweise 1,29 bis 1,46, da hat die Anwältin einen Fehler gemacht. Tattoo all the things she said. Dann von 2,16 bis 2,32 wurde mir vorgeworfen, aber es ist die Originalmusik, also ich habe da überhaupt nichts verändert. Ist auch witzig. Dann von 3,33 bis 3,39 Nelly Furtado, Mineta TikTok Version. Dann bei She's a man eater. Ach, man merkt doch den Altersunterschied. Ich kenne ja diesen ganzen Lieder noch. Ich unterstelle mal, der Salami kennt sie nicht mehr, gell? Ja. Minute 5,5 ist einfach nur ein Screenshot von ihrer GoFundMe-Seite. Also auch gar keine Ahnung, was sie da meint. Dann Minute 5,35 bis 5,51 von Keen Somewhere Only We Know, irgendein Remix. Dann Minute 37 bis 7,48 Scary's X Pickup Lines Chill Like That. Und dann als letztes Minute 9 bis Minute 9,14 Weetus Teenage Dirtbag Speed Up TikTok. I'm just a teenage dirtbag, baby. Das ist das mit den Tickets to Iron Maiden, gell? Ja. Ja, kennt er, glaube ich, auch nicht. Das stammt aus einem dieser Filme, wo spielt er nicht der Typ mit, der auch immer bei... wie heißt denn dieser Film? Ach ja, American Pie heißt das Ganze. Und da spielt der Schauspieler mit, der, glaube ich, auch in diesem anderen Film mitspielt, wo dieses Teenage Dirtbag-Lied vorkommt. Aber das nur am Rande. Version. Sie hat jedoch eigentlich dann die eigentliche Urheberrechtsverletzung begangen, oder? Ich meine, nur weil TikTok oder die Creator das dulden, heißt es ja nicht, dass sie die Rechte an diesen Songs hat. Und ich weiß gar nicht, wie das bei TikTok ist. Bei YouTube gibt es ja mittlerweile Vereinbarungen mit der GEMA. Bin ich aber nicht so fit. Aber bei den Shorts zum Beispiel kannst du urheberrechtlich geschütztes Material legal verwenden. Da wird dir diese Möglichkeit angeboten. Bei den normalen Videos, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Es gibt verschiedene Musik, die du, glaube ich, schon mittlerweile verwenden kannst. Müsste ich mich mal mit auseinandersetzen. Wie das bei TikTok ist, weiß ich nicht. Ich habe kein TikTok.
sie auch nicht und will diese Hintergrundsongs deswegen nicht benutzen, weil ich ja keine Urheberrechtsverletzung begehen will gegen die ursprünglichen Creator. Und deswegen trägt irgendeine urheberrechtsgeschützte Hintergrundmusik von jemand anderem auch nicht bei dem neuen Creator dann zum Gesamtwerk bei und ihr Urheberrecht kann deswegen überhaupt gar nicht verletzt werden. Und ich bin sogar doppelt geschützt. Nehmen wir mal an, es würde wirklich so sein und es würde zum Gesamtwerk beitragen, dürfte ich das Werk dann doch nach § 62 Absatz 3 Urheberrechtsgesetz verändern, weil diese Veränderung zwingend notwendig ist, um das ganze Zitat halt zu benutzen. Es ist ja auch ganz logisch, wenn das wirklich... Das ist das, was ich eben auch schon gezeigt hatte. Moment, der 62 hier. Lichtbildwerken sind Übertragung des Werkes in eine andere Größe und solche Änderungen zulässig, die das für die Vervielfältigung angewendete Verfahren mit sich bringt. Aus meiner Sicht passt der Absatz 3 aber nicht so gut, denn da heißt es ja, sind solche Änderungen zulässig, die das für die Vervielfältigung angewendete Verfahren mit sich bringt. Kann man natürlich argumentieren, das könnte auf YouTube eine Urheberrechtsverletzung sein, deshalb nehme ich es raus. Ja, wäre denkbar. Das, was er ansonsten gesagt hat, halte ich für eher zutreffend, dass diese Hintergrundmusik nämlich gar nicht Teil dieses Gesamtwerks der leeren Frau war. Da würde ich mich eher drauf stützen. Es ist des Weiteren so, dass ich der Meinung bin, dass so eine Veränderung einer Musik grundsätzlicherweise schon eine Urheberrechtsverletzung darstellen könnte oder eine Änderung dieses Werkes. Das ist, gibt es glaube ich sogar eine Entscheidung dazu, sogar wenn ich die Farben von dem Video ändere oder ich ändere die Tonhöhe von einem Musikstück, dann wäre das eine Änderung. Aber jetzt müssen wir hier natürlich auch berücksichtigen, und da hat er völlig recht, dieses Musikstück, was er hier verwendet hat, das unterliegt ja gar nicht ihrem Urheberrecht. Und das ist eigentlich der Punkt, und darauf würde ich mich genauso stützen und würde sagen, sie hat ja schon was verwendet, was nicht ihres ist. Und deshalb kann sie sich auch nicht darauf stützen, dass man das entsprechend verändert. Ja. Also wir können es ja auch mal auf die Spitze treiben. Ich würde auch keine Urheberrechtsverletzung sehen, wenn er sich das jetzt ansieht und macht den Ton leise. Ja, es wäre eigentlich was Ähnliches, ob da jetzt was anderes drunter liegt. Für mich passt hier aber tatsächlich eher, das vielleicht im Hinblick auf die Parodie zu nehmen. Hatte ich vorhin schon mal gezeigt, das ist der 51a Urheberrechtsgesetz, ja, dass ich das dann eben natürlich schon ändern darf, ja, wenn ich es in parodiehafter Weise benutze zum Beispiel. Also das wäre auch denkbar oder eben, wie er es gesagt hat, das sehe ich auch so, dass man quasi sagt, das ist überhaupt nicht Teil deines Werkes, weil du hast das auch nur als Hintergrund und hast eben auch keine eigenen Schutzrechte. Also halte ich für vertretbar, kommt mit Sicherheit von seinem Anwalt, würde ich ähnlich argumentieren. Ich muss aber dazu sagen, mir ist tatsächlich keine Entscheidung bekannt in dem Bereich. Ich glaube, das ist relativ neu und durchaus diskutabel, muss man dazu auch sagen. Aber wie gesagt, in dem Fall hier ist es ja nicht mal eigene Musik, die sie hier benutzt hat, sondern es ist Fremde von einem anderen Urheberrechtsinhaber sozusagen. Und damit dürfte das Ganze auch zu Fall gebracht werden. Zumindest ist das meine Meinung. Aber sicherlich interessante Rechtsfrage, wo ich mal gucken muss. Mir ist wirklich keine Gerichtsentscheidung bekannt zu dieser Thematik. Ich glaube, das ist Neuland. Ja, wer dazu schon was gehört hat, schreibt es mir in die Kommentare. So, weiter gucken. Es ist ja auch ganz logisch, wenn das wirklich eine Urheberrechtsverletzung wäre, dann könnte man das Ganze ja wirklich komplett schamlos ausnutzen. Man benutzt einfach copyright-geschützte Musik auf TikTok und wenn jemand auf YouTube das Ganze kritisieren will, kann der das nicht, weil das Ganze halt sofort von den ursprünglichen Creatoren, den ursprünglichen Labels, von den Musikern sofort auf YouTube geclaimed wird. Also mit anderen Worten hätte ich die Hintergrundmusik so... Also ich habe ja schon gesagt, der 62.3, da spaltet sich bei mir das ein bisschen. Ich halte das nicht ganz für einschlägig, finde es aber eine gute Idee. Kann man auch so argumentieren. Das andere, was er sagt, was ja mit Sicherheit auch von seinem Anwalt kommt, halte ich für korrekt. Das ist kein Teil des Gesamtwerkes und es unterliegt vor allem nicht ihrem Urheberrecht, diese urheberrechtlich geschützte Musik. Das andere Argument zieht aus meiner Sicht nicht so, weil es ja auch auf YouTube Videos gibt mit entsprechend geschützter Musik hinterlegt. Und da haben ja auch die Reaction-YouTuber immer Probleme, wenn sowas kommt, weil es möglicherweise dann dieser Content-Filter rausfiltert. Da wird dann häufig mal das Video schneller abgespielt oder es wird irgendwie leise gedreht oder die Musik wird nur ganz kurz angespielt. Also das habe ich jetzt schon öfters gesehen, auch bei ganz großen Streamern und sowas. Also das allein wäre sicher kein Argument. Also auch auf YouTube ist es so, dass wer eben dafür bezahlt, dann diese Copyright-geschützten oder diese urheberrechtlich geschützten Musikstücke
nutzen kann. Und wenn ich darauf reagiere, kriege ich eben ein Problem. Also da ist die Lösung nicht zu finden, aber in dem anderen Ding schon. Und das Hauptargument ist, tatsächlich ist nicht ihr eigenes Urheberrecht, was bei diesem Song liegt. Ja. Von daher halte ich das für ein bisschen dünn. Finde es jetzt auch interessant, dass man gerade sowas abmahnt, wie die Veränderung einer Hintergrundmusik. Naja, gut. Gelassen, hätte ich das Urheberrecht der eigentlichen Musikern und ihrer Labels verletzt. Und wenn ich die ganzen Sachen jetzt entferne und andere Musik reinpacke, dann verletze ich das Urheberrecht von der leeren Frau oder wie? Das kann ja nicht funktionieren, weil sonst kann man ja auf einmal gar nichts mehr verwenden und damit kann man ja Kritik im Vorhinein quasi verhindern. Und das ist ja, also, das, wo kommen wir dann dahin? Ja, also. Es machen auch viele. Ich hatte das letzte Mal gesehen bei jemandem, ich weiß gar nicht, war das Steuerung F oder sowas? Also war da irgendeine Reaction auf irgendeinen auch größeren Kanal. Und da war dann tatsächlich richtig geschützte Musik hinterlegt, wo die Vermutung kam, dass sie das möglicherweise absichtlich machen, um hier Reaktionen zu entgegnen, ja, weil es das natürlich schwieriger macht. Es muss ja quasi eine Ausnahme nach Absatz 3 von Paragraph 62 sein, wenn es sogar nicht schon direkt überhaupt gar nicht zum Gesamtwerk beiträgt. Also auch hier wurde sich einfach irgendwas auf Krampf überlegt, um mich einzuschüchtern. Also nochmal, um es klarzustellen, ich halte es auch für keinen abmahnfähigen Punkt, aber nicht aus dem Grund des 62 Absatz 3, sondern wegen den anderen Geschichten, die ich gesagt habe und insbesondere dessen, dass sie eben kein eigenes Urheberrecht an dieser Kiste hat, ja. Außerdem könnte man sich auch hier im Rahmen des Zitatrechts auf die Nummer 2 stützen. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbstständigen Sprachwerk angeführt werden, dass man eben sagt, das sind jetzt nur einzelne Stellen dieses Werkes und dann ändere ich eben die Musik, ja, die Musik als Stelle des Werkes. Also würde wahrscheinlich in die gleiche Richtung laufen. Ja. Ich sage es aber nochmal, ich hätte gern mal eine Entscheidung dazu gesehen. Das finde ich interessant, weil ich glaube, das gab es noch nicht. Jetzt überlegt euch mal, ich ersetze ein paar ihrer Sounds-Hintergrundmusik-Sachen da mit irgendwelcher Zirkusmusik und sie tut gefühlt so, als hätte ich ein Kriegsverbrechen begangen. Also jetzt mal im Ernst, gehen wir einfach mal davon aus, dass es doch eine Urheberrechtsverletzung gewesen wäre. Wo ist dann bitte da das Problem? Ich meine, dass die Musik da fehlt, ändert ja nichts an ihren Aussagen oder an ihrem Video oder an irgendwas. Ja, das ist ja einfach eine random eingefügte Musik, die nichts mit ihrem TikTok an sich zu tun hat. Das heißt, diese Urheberrechtsverletzung stört sie nicht, okay? Das rückt sie in kein schlechtes Licht, das macht nichts mit ihr, das hat überhaupt gar keine Auswirkung auf sie, aber sie benutzt es trotzdem, um es euch so zu verkaufen, als wäre es ein unfassbar schweres Vergehen, obwohl es halt erstens überhaupt kein Vergehen ist und auch wenn es eins gewesen wäre, überhaupt nicht schlimm gewesen wäre. Und auch dieser Datenschutzverstoß ist absoluter Quatsch, ich habe zu keiner Sekunde irgendwie ihren Datenschutz verletzt. Es geht darum, dass ich gesagt haben soll, dass sie angeblich in psychiatrischer Behandlung sei. Ich habe in meinem zweiten Video nur ganz kurz gesagt, dass sie in psychologischer Behandlung ist, weil ich das halt von einer schwerbehinderten Person, der es mental offensichtlich überhaupt gar nicht gut geht, so erwartet habe. Vor allem, weil sie ja immer so auf verantwortungsbewusste Lehrerin macht. Es war okay, das ist jetzt anscheinend der zweite Abmahnpunkt, also die Geschichte mit der psychologischen Behandlung. Das können natürlich geschützte Daten sein, die da nichts verloren haben, aber schon mal weiter. Also nur eine Vermutung. Das Ding ist, sie ist ja überhaupt nicht in psychologischer Behandlung, anscheinend, sondern nur in psychiatrischer Behandlung. Das ist ein großer Unterschied und kann deshalb überhaupt gar keine Datenschutzrechtsverletzung sein, weil ich überhaupt gar keine Daten veröffentlicht habe, weil es überhaupt nicht gestimmt hat. Und außerdem habe ich das nur in einem Halbsatz, in einer sehr langen Wenn dem so ist, hätte man es vielleicht besser als unwahre Tatsachenbehauptung abgemahnt, anstatt jetzt hier als Datenschutzverstoß, das ist eigentlich für andere Dinge gemacht, passt aus meiner Sicht nicht so ganz, aber hat man sich wohl so entschieden und es nicht einfach, hätte man ja als Tatsachenbehauptung dann rügen können, die nicht stimmt, hat man nicht gemacht, gut, zumal es natürlich auch sehr auf den Kontext ankommt, wie es wirklich gesagt hat. Mal so nebenbei erwähnt und wurde daraufhin dann in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich das doch besser herausschneiden sollte. Also habe ich das, so nett wie ich bin, natürlich direkt gemacht und von den 200 Menschen, die das Ganze gesehen haben, hat kein einziger irgendwas dazu in die Kommentare geschrieben zum Beispiel. Und das soll so unfassbar schlimm für sie gewesen sein. Na dann ist... Wenn er es heraus... Nehmen wir mal an, es wäre ein Datenschutzverstoß, dann schneide das raus, dann kommt wohl erst die Abmahnung, so habe ich es zeitlich verstanden, dann wäre es entweder je nach Gericht sowieso zu spät, ne, weil er es schon selbst entfernt hat, keine Wiederholungsgefahr mehr da ist,
Aber auch das kann von Gerichten unterschiedlich bewertet werden, weil es ja schon mal online stand. Aber ein Gericht wird mit Sicherheit darauf abstellen, wie lange stand das überhaupt so online, wann hat es rausgeschnitten und so wie er das schildert, ging das ja anscheinend recht schnell. Also würde ich selbst einen Datenschutzverstoß mal unterstellt hier kein Problem sehen. Ja. Doch schon ziemlich komisch, dass sie das dann irgendwie 2 Monate später in ihrem TikTok-Statement vor 600.000 Menschen sagt. Zu diesem Zeitpunkt war ich psychiatrisch bereits krankgeschrieben. Also wenn 200 Menschen so ganz beiläufig hören, dass ich vermute, dass sie in psychologischer Behandlung ist, ist das unfassbar schrecklich. Aber sie selbst darf sagen oder kann sagen, dass sie in psychiatrischer Behandlung war vor 600.000 Menschen und das ist dann absolut in Ordnung. Es kommt noch dazu, wenn sie natürlich selber die Sachen raushaut, ist die Frage, sind das dann noch persönliche Daten, sind es das nicht? Also mir scheint es, als hätte man sich hier ein bisschen komische Punkte rausgesucht. Ich dachte hier, sie fühlte sich hier wüst beleidigt oder verleumdet und bisher bezieht sich die ganze Abmahnung nur auf irgendeinen Quatsch. Also was heißt Quatsch? Ist ja kein Quatsch, aber irgendwie, man würde sich, glaube ich, oder ich würde mir andere Sachen raussuchen, ja, um das Video anzugreifen, wenn denn da was ist. Und dass das jetzt nur solche Sachen sind, muss ich sagen, natürlich schon ein bisschen dünn bisher, gell? Ja, alles klar, okay. Macht Sinn. Also normalerweise will man mit datenschutzrechtlichen Abmahnungen verhindern, dass irgendwelche Daten halt weiter veröffentlicht werden. In dem Fall wurden sie aber ja schon seit Monaten nicht mehr weiter veröffentlicht, weil ich es sofort nach irgendwie einer Stunde offline genommen habe, beziehungsweise halt rausgeschnitten habe. Und dann veröffentlicht sie ihre eigenen Daten, die sie ja schützen wollte, indem sie mich abgemahnt hat, selbst? Ja, wie gesagt, auch ein wichtiger Punkt natürlich, wenn ich selber schon was raushaue, sind das keine persönlichen Daten mehr. Ich sage aber nochmal, ich glaube, dass man vielleicht eher in Richtung Persönlichkeitsrecht gehen wollte als Datenschutzverstoß. Aber wenn es so war, ist es eben so. Habe ja schon was dazu gesagt. Wiederholungsgefahr wahrscheinlich entfallen. Ja, also keine Ahnung, kann man sich natürlich drüber streiten, aber scheint ja auch vom Tisch. Also wen will die eigentlich verarschen? Und was sehe ich jetzt in den Kommentaren unter dem neuesten Video von dieser Supportive Community? Boah, mach die fertig. Boah, wie kann sowas eine Lehrerin sein? Die ist ja komplett kritikunfähig. Das ist auf das Video bezogen, in dem ich einen Spendenaufruf gemacht habe und euch von der Abmahnung erzählt habe. Ich habe, by the way, auch jetzt wieder einen Spendenlink, ist unten in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Alles, was da zusammenkommt, wird in meinen Anwalt gesteckt und halt gespart, falls irgendwie wieder eine Abmahnung kommt, dass ich da wieder standhaft bleiben kann und mich wehren kann. Vielen Dank jetzt schon mal. Aber schauen wir doch einfach mal in die Kommentare unter meinem Video, um zu prüfen, ob das stimmt, was sie sagt. Es gibt über 1000 Kommentare und eigentlich jeder, den ich gelesen habe, wünscht mir nur das Beste, viel Kraft und Erfolg und sagt, dass er hinter mir steht. Und vielleicht 1% oder wahrscheinlich noch unter 1% der Kommentare beziehen sich nur in irgendeiner Weise auf die Lehrenfrau. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für diesen unglaublichen Support unter diesem Video und halt für die ganzen... Zwei Dinge dazu. Zum einen, ich habe das schon von 1-2 Leuten irgendwie gehört, ja, der sammelt da Geld und sowas. Ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Zum einen ist er ja Streamer und lebt sowieso davon, beziehungsweise ist er Student, aber wenn er weiter YouTube macht oder Twitch oder sowas, dann leben die Leute ja auch davon, dass man was donatet oder dass man Subs gibt oder dass man sich eben seinen Content auf Twitch anschaut und dafür was bezahlt. Das finde ich auch völlig okay. Und wenn jemand jetzt Geld als Kriegskasse, sage ich mal, sammelt für solche Abmahnungen, dann finde ich das völlig okay. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und das ist ja auch jedem selbst überlassen, ob er da was spendet. In Anführungszeichen ist ja keine Spende im rechtlichen Sinne, aber ob er da was gibt oder eben nicht. Also ich glaube, das kann dann jeder machen, wie er mag. Ich finde da nichts Verwerfliches dran. Und ich finde es okay. Zweite Sache ist natürlich für Negativkommentare als Webseitenbetreiber oder als Kanalbetreiber ist er natürlich in gewissem Umfang verantwortlich, wenn dort strafbare Handlungen passieren oder Rechtsverletzungen. Ja, da muss er aufpassen. Aber an sich kann er natürlich jetzt rein menschlich erstmal nichts dafür, wenn jetzt jemand böse unter seinem Video kommentiert. Aber natürlich sollte man es dann, wenn es zu krass ist oder rechtlich relevant, auf jeden Fall rausnehmen. Ja, das ist auch klar. Aber weiß jetzt natürlich nicht, ob es wirklich solche bösen Sachen gab oder nicht. Sie sagt ja. Vielleicht war das eine oder andere, ich weiß nicht, ob es noch da ist oder nicht, ob es rausgenommen hat. Wenn wirklich was Beleidigendes dabei war, müsste man gucken. Ja. Glaube ich, netten Kommentare, die ich da bekommen habe.
und auch die ganzen Instagram-DMs. Wir sind hier die deutlich, deutlich kleinere Community und wir haben es trotzdem geschafft, gegen diese riesige Influencerin mit ihren hunderttausenden Followern irgendwie anzukommen, beziehungsweise dagegen zu halten, gegen die ganzen Hater, die vorbeikamen von ihr und so weiter. Also vielen Dank an der Stelle. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet und bin von Herzen dankbar an jeden von euch. Es waren am Ende um die 200 Menschen, die alles zwischen 1 Euro und 250 Euro pro Person gespendet haben, damit ich mich halt gegen diese Abmahnung wehren konnte. Also auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an jeden von euch. Zum Zeitpunkt der Abmahnung war ich in einer wirklich unfassbar schlechten finanziellen Lage. Also wir reden davon um die 500 Euro auf meinem Konto und ich hätte mir davon den Anwalt halt niemals leisten können. Ich konnte mich also wirklich nur dank euch verteidigen und deswegen... Kenne den Gegenstandswert nicht, wenn er nach gesetzlichen Vergütungsmaßstäben abrechnet. Bei den Streitwerten um dies hier kann ich nur schätzen, vielleicht geht es in der schnell mal 1.000, 2.000 Euro zusammen, die der Anwalt hier braucht. Das wäre dann nur für außergerichtliche Tätigkeit. Wenn es dann noch vor Gericht läuft, wird es entsprechend mehr. Ja? Also gerade was er jetzt noch dazu sagt, dass er da finanziell in einer angespannten Lage war, muss ich umso mehr sagen, finde ich nichts verwerflich dran, wenn man hier aufruft, vielleicht Geld zu donaten oder sowas, finde ich okay, habe ich kein Problem mit. Und wie gesagt, es ist jedem selbst überlassen, ob er das macht oder nicht. Ja? Und wenn einem der Content gefällt und man ihm was spendet, dann hey, feel free, ja, ist doch okay. Deshalb, ich sage das nur, weil ich ein, zwei Negativkommentare gesehen hatte. Ist gar nicht wo genau, ist auch egal, aber deshalb, ich habe da vom Prinzip kein Problem mit. Ja? Bin ich euch, wie gesagt, echt dankbar. Sogar Alpha Kevin hat damals einen echt hohen Betrag gespendet, also auch vielen Dank nochmal an dich. Und natürlich auch an Störtepriest und Böses Omen, die ihre Community darauf aufmerksam gemacht haben. Und auch an Baba Bartonek, der mir ein Live-Gespräch angeboten hat und mir eine Plattform da geboten hat. Und auch an TJ, der dann unter meinem Video kommentiert hat. Das ist absolut nicht selbstverständlich, also ein dickes Danke auch an euch. Aber der leeren Frau passt es natürlich nicht, dass ihr mir Geld spendet, ich mich auf einmal wehren kann und nicht hilflos ihre Unterlassung unterschreiben muss. Rezo und Alpha Kevin haben damals auf mein Video zur leeren Frau reagiert und mir zu mindestens 98% zugestimmt und gerade Rezo und seine Zuschauer haben das Video echt ziemlich gefeiert. So, und da frage ich mich, warum die leeren Frau nur mich und nicht die beiden abgemahnt hat. Okay, leeren Frau hatte kommentiert unter dem ursprünglichen Video, möchtest du für diese Darstellung meiner Person eine Anzeige oder nimmst du es freiwillig runter? Oh Digga, sowas ist eine ganz schlechte Idee. Wenn ich so einen Kommentar bekommen würde von irgendjemandem, über den ich ein Video mache, Digga, das wäre eine ganz schlechte Idee. Ich glaube, das Schlechteste, was man tun kann, ist wirklich mit so einer Art und Weise ein Video irgendwie downnehmen zu wollen. Ja, krass. Ich habe es doch vorhin gesagt, ich wusste gar nicht, dass Rezo sogar auf ihn reagiert hat. Das ist ja krass. Also er sagt das Gleiche wie ich. Ist vielleicht einfach eine dumme Idee, gell? Würde ich so auch nicht machen, vor allem nicht auf YouTube. Also Vorsicht, ich bin ja Rechtsanwalt und auch großer Verfechter von Rechten und sowas. Und ich mahne gerne ab, was abzumahnen ist. Ja, kein Problem, Durchsetzung der Rechte, hurra. Aber wir müssen immer ein bisschen gucken, wo sind wir hier unterwegs. Und wir sind hier im Social Media unterwegs. Ja, Twitch oder hier auch YouTube, leeren Frau auf TikTok. Und da sollte ich vielleicht mal gucken, jetzt mal unabhängig davon, ja, recht, wer hat hier wirklich was falsch gemacht oder nicht. Selbst wenn sie recht hätte, was er anscheinend ja nicht hat, denn die Abmahnung wird ja wohl nicht weiterverfolgt, das Ergebnis hat er vorne weggenommen, dann muss ich doch überlegen, selbst wenn ich im Recht wäre, macht das jetzt Sinn, dass ich das hier knüppelhart durchsetze, dass ich abmahne? Ich muss ja für mich wissen, was für Konsequenzen das hat, vielleicht auch in meinem Umfeld, dass vielleicht sich auch größere Leute dranhängen, dass vielleicht dann reagiert wird, dass vielleicht ein Rezo, wie hier geschehen, das Ganze aufnimmt und es dann vielleicht mal auch ganz schön in die andere Seite rumschlägt. Also deshalb sage ich nicht immer nur stur an Recht und Gesetz hängen und gleich den Anwalt schießen lassen, sondern sich auch mal überlegen, was kann das für mich jetzt im Social-Media-Bereich bedeuten oder halte ich vielleicht lieber meinen Mund. Na? Das ist so meine Meinung zu dem Thema und deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, diesen Kommentar, das geht in eine ganz blöde Richtung, muss ich sagen. Ja. Das ist eben dieses Reaction-Video-Geschäft und da ist man halt auch mal dran und man muss da halt auch mal mit Kritik legen. Das ist meine Meinung. Klar, sag's nochmal, wenn jetzt wirklich massiv irgendwas gewesen wäre, habe ich bisher aber nichts gesehen, ja, wenn er sie jetzt bis aufs Blut beleidigt hätte, habe ich auch dazu nichts gesehen, dann ist das was anderes, dann muss man halt auch mal sowas machen, aber
Jetzt im normalen Bereich, glaube ich, muss man da ein bisschen was schon einstecken können, solange das meinungsrechtlich noch in Ordnung ist, ja. Und das scheint ja hier der Fall gewesen zu sein. Also von daher habe ich vorhin schon gesagt, ich halte es für keine gute Idee, sowas zu machen. Here we go again. Mit so Drohung von Anzeigen. Sie schreibt dazu wahre Geschichte. Really? Really? So, ich finde das Video sehr lustig. Das Video heute fängt mit einer sehr guten und sehr lustigen Aufarbeitung von sexuellen Themen an. Sie brüstet sich unter anderem damit, dass sie für Aufklärung und Schulsystemkritik steht, und ich finde, sie erfüllt das wirklich extrem gut. Ich fühle mich sehr aufgeklärt, und zum Glück dreht sich ja ihr ganzer Kanal um diese Themen. Da kann ich... Salami-Brötchen sagt nur noch Positives ab jetzt. Mit den ganzen, stellt euch mal vor, sie ist eure Lehrerin. Also ihre Schüler sehen ja bestimmt die Videos und finden die bestimmt super. Also sorry, aber da kann mir auch keiner erzählen, dass das keine gute Unterhaltung ist. Ja, was willst du da jetzt anzeigen? Was willst du da jetzt abmahnen? Er hat doch was Positives gesagt, dass das gute Unterhaltung ist. Ich finde, als Lehrerin sollte man schon wenig Abstand zu seinen Schülern haben, und genau solche Themen gehören auf TikTok und auf Social Media generell. Ich finde es gut, dass sie darüber berichtet. Das ist wirklich etwas, was insgesamt auf TikTok noch gefehlt hat, und ich bin sehr froh, dass sie das jetzt da hinzugefügt hat. Hätte sie einfach nichts gesagt, hätte sie nicht gedroht mit einer Anzeige, um ein Video offline zu nehmen, so, dann wäre das alles nicht passiert, ne? Aber natürlich nur, wenn die Geschichten wahr sind. Wenn die Geschichten nur ausgedacht sind, dann finde ich das super lustig und super kreativ. Vor allem, bitte Svetlana, erklär uns das mal bitte, weil ich möchte von dir lernen. Wie kommt man in seiner Freizeit darauf, über mögliche Sexgeschichten der eigenen Schüler auf Klassenfahrt oder im Klassenraum nachzudenken? Oder darüber zu fantasieren. Vielleicht, weil die beiden viel Geld und Reichweite haben und die Lehrerin in Grund und Boden klagen könnten für diese Abmahnung? Einen anderen Grund sehe ich nämlich nicht. Denn sie hat ja durch Rezo viele Follower zum Beispiel verloren und durch mich überhaupt keine. Hat größere Creator dazu gebracht, auf mich zu reacten. Also das kommt mir auch noch dazu. Dadurch habe ich zumindest auch nach einem Stream extreme Followerverluste gehabt. Das heißt, sie hat durch ihn einen Schaden erlitten und müsste ihn ja deswegen eigentlich auch abmahnen. Es ist wieder das, was ich gesagt habe. Warum, das muss sie doch kommen sehen, dass sowas passieren kann. Warum mache ich sowas? Jetzt mal abseits des Rechtlichen. Ich bin ja großer Anwaltsfan und sowas, alles gut. Aber ich sehe doch auch, in welchen Umfeldern ich mich hier bei YouTube bewege und wie da die Dinge manchmal ein bisschen anders laufen können. Wenn sie Follower verliert, ist das unterm Strich ihr Problem. Ja? Das ist die Freiheit jedes Einzelnen, zu abonnieren oder eben wegzugehen. Und ich meine, wenn sie wirklich so viele Follower nach einem Stream von einem der Größeren hier verloren hat, dann ist das ja unterm Strich ihr Problem, beziehungsweise zeigt ja, dass die Leute sie vielleicht vorher gut fanden und dann nicht mehr so gut, dann ist das halt so. Ja, also das jetzt einem Rezo vorzuwerfen oder sowas, sehe ich nicht, ist ziemlich Banane. Oder? Und das ist auch absolut üblich so. ApoRats Frau hat zum Beispiel nicht nur Mimi abgemahnt, sondern auch 8 Reaction-YouTuber, die sich auf das Ganze bezogen haben, beziehungsweise halt drauf reagiert haben. Stimmt. Und jetzt frage ich mich, warum die Lehrenfrau das halt nicht in meinem Fall macht, sondern nur mich und nicht Rezo und nicht Alpha Kevin abmahnt. Und zwar macht sie das, weil ich ein einfaches Opfer bin, an dem sie sich einfach bereichern kann. Wenn sie wirklich nur... Das weiß ich nicht, ob das nur deshalb ist. Ich meine, durch seine Reaction anscheinend den Stein des Anstoßes, zumindest aus ihrer Sicht, erstmal. Oh. Das weiß ich nicht. Er war ja nun, sag ich mal, der hier für sie den Stein des Anstoßes erstmal gesetzt hat. Jetzt ist diese Abmahnung ja schon irgendwie schiefgelaufen. Ob man dann noch gegen die anderen vorgeht, vielleicht liegt es auch eher daran. Ob es jetzt was damit zu tun hat, dass er jetzt eine kleinere, er läuft ja auch Richtung 30.000, glaube ich, eine kleinere Reichweite hat, kann sein, weiß ich nicht, muss aber, glaube ich, nicht der Grund sein. Es hängt aber natürlich auch davon ab, ich habe die Rezo-Reaction ja auch nicht gesehen, wie er sich geäußert hat. Vielleicht war das einfach auch nicht angreifbar oder was weiß ich, keine Ahnung. Salamis Reaction, bisher haben wir ja auch keinen Punkt, der ihn jetzt wirklich glasklar irgendwie angegriffen hätte, ja, und das Ergebnis kennen wir ja, wird wohl nicht weiterverfolgt, also ist natürlich dann unterm Strich ein bisschen schwierig zu sagen, ob es jetzt an der Reichweite liegt oder nicht, ja.
Interesse daran hätte, die Kritik aus der Welt zu schaffen oder irgendwelche Rechtsverstöße, hätte sie keine 500 Euro Schadensersatz von einem irgendwie mittellosen Studenten gefordert. Und außerdem hätte sie dann auch Rezo und Alpha Kevin. Interessant, also man wollte auch noch Schadensersatz haben, das heißt, spricht für mich wieder dafür, dass es hier doch um Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht. Vielleicht durch diese Geschichte mit der Psychiatrie oder psychologischen Betreuung oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber das wäre so ein Punkt, wo man auf so eine Idee kommen könnte, sag ich mal. Ich halte es zwar für keine gute Idee, vor allem nicht in der Höhe, aber lassen wir es mal so stehen, ich weiß es ja nicht. Weil das erwähnt er jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, das mit Schadensersatz, ne? Gemahnt, vor allem weil bei denen die Kritik ja auch zu finden war und weil die deutlich mehr Reichweite hatten als ich. Aber ich habe kein Geld und habe das auch öffentlich genauso kommuniziert und deswegen wird natürlich nur auf den kleinsten und schwächsten Creator draufgehauen. Und über 60 Menschen, wie es aussieht, schmeißen dem Creator auch noch Geld hinterher dafür. Dass diese Person auf Kosten meines Namens, auch meines echten Namens, nicht nur meines Creator-Namens. Das ist mein Lieblingspunkt, kein Spaß. Ich habe es also auf den Kosten ihres echten Namens gemacht. Ich verlose die nächsten 10.000 Euro für die Person, die mir zeigt, wo ich irgendwie ihren Namen veröffentlicht habe. Da bin ich echt mal gespannt. Spoiler an der Stelle, ihr könnt es euch sparen, weil das ist auch wieder nie passiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist in die Tags unter dem Video ihren echten vollen Namen, also Vor- und Nachname, zu schreiben. Das Ganze ist aber kein Problem, weil dieser Name halt öffentlich zugänglich in ihrem Impressum und auch noch anderen Internetseiten ist. Es ist also nicht so, dass sie da ein Geheimnis draus macht, sondern das halt öffentlich selbst so kommuniziert. Und auch lustig ist, dass sie hier nicht will, dass ich ihren Creator-Namen und echten Namen benutze, aber in dem Punkt der angeblichen Urheberrechtsverletzung sich darüber beschwert mit ihrer Anwältin zusammen, dass ich angeblich die Wasserzeichen mit ihrem eingeblendeten Namen in den TikToks in meinem Video entfernt habe. Aha, nächster Punkt. Wasserzeichen entfernt. Soll. Na, was ist denn jetzt? Soll ich deinen Namen sagen oder soll ich es nicht machen? Also du musst dich schon irgendwann entscheiden, Lehrenfrau, und es nicht immer... Würde man wahrscheinlich wieder als Veränderung des ursprünglichen Werkes ansehen. Ja, mutmaße ich jetzt mal. Die Stelle hatte ich noch nicht gesehen. Schauen wir mal. So drehen, wie es dir gerade passt. Aber gut, das waren jetzt so zwei kleinere Spaßpunkte des Statement-Videos. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wirklich todernst ist und der wirklich zu weit geht und absolut schlimm ist. Die auch übrigens noch den Willen dazu zeigt, Kontakt zu meinen minderjährigen SchülerInnen aufnehmen zu wollen. Ja, genau, ein erwachsener fremder Mann bittet darum, ihm privat auf Instagram zu schreiben. Sie schiebt mich hier bewusst in eine Pedo-Ecke. So denken das zumindest Zuschauer, die das Video gesehen haben. Und ich finde persönlich auch, dass das ziemlich danach klingt. Was ist aber eigentlich passiert? Unter meinem Video hat irgendein random Nutzer kommentiert, dass die Lehrenfrau seine echte Lehrerin ist. Und ich habe darunter kommentiert, dass dieser Nutzer mir mal auf Instagram schreiben soll, um halt zu checken, ob meine Kritik wirklich bis in ihr Klassenzimmer vorgedrungen ist. Außerdem wollte ich das Ganze halt nicht öffentlich in den YouTube-Kommentaren fragen, weil ich Angst hatte, dass dieser Nutzer dann zum Beispiel den Namen der Schule der Lehrenfrau oder andere private Informationen über sie droppt und ja, kann ich nachvollziehen. Ich die Lehrenfrau deswegen schützen wollte, weil mir halt solche privaten Informationen sehr wichtig sind und ich nicht will, dass irgendwelche privaten Informationen über irgendwen an die Öffentlichkeit geraten. Ich wollte also die Lehrenfrau schützen. Und was macht sie daraus? Sie stellt mich als erwachsenen Mann dar, der Minderjährige anschreiben will. Also, was stimmt denn mit dir nicht? Das Ganze macht sie, ganz wichtig, nämlich aus folgendem Grund. Ich habe in meinem Video zur Abmahnung vor ein paar Monaten gesagt, dass ich ehrenamtlicher Jugendtrainer bin. Ich bin 21 Jahre alt, studiere hauptsächlich, bin dazu noch nebenbei Jugendtrainer im Ehrenamt und mache halt dieses Social Media Ding einfach als Hobby. Und sie hat das gesehen und ist sich natürlich bewusst, was die schlimmste Anschuldigung für einen Jugendtrainer ist. Ich bin an 4 Tagen insgesamt über 10 Stunden in der Woche in der Halle, fahre jedes zweite Wochenende durch ganz NRW, nur um den Kindern Basketball, Disziplin, Teamgeist und andere super wichtige Werte beizubringen und ihnen einen Halt im Leben zu geben. Ich stecke da halt wirklich super viel Zeit, Energie und Liebe rein, um aus den Kindern wirklich das Beste zu machen, was nur irgendwie möglich ist und denen eine super coole Zeit in ihrer Jugend zu geben. Und diese ehrenlose Frau erdreistet sich, so eine Bullshit-Scheiß über mich im Internet vor hunderttausenden Menschen zu erzählen. Also wirklich, boah, also... Sie will mir deshalb nicht nur auf Social Media schaden, sondern auch beruflich und privat. Und das auch nicht zum ersten Mal, by the way. Ich habe mit einer sehr, sehr großen TikTokerin sehr lange gesprochen, die auch durch die Lehrenfrau extrem
persönlich und beruflich, also nochmal deutlich schlimmer als ich, wirklich extrem gelitten hat. Und sie hat auch zum Beispiel darum gebeten, dass ich ihren Namen hier nicht nenne, weil sie diesen psychischen Druck, den sie damals durch die Lehrerin-Frau erleiden musste, auf keinen Fall nochmal erleiden möchte. Und ich kann das absolut verstehen. Der Lehrerin-Frau sind nämlich super viele Mittel recht, um ihren Willen durchzusetzen. Und wenn das bedeutet, dass ich zum Beispiel aus dem Verein geschmissen werde wegen diesen Vorwürfen und die Kinder dann wegen dem extremen Trainermangel keinen Coach mehr haben und deswegen dann am Bahnhof chillen, ja, genau, das ist nämlich die einzige Alternative, dann ist ihr das wirklich komplett scheißegal, solange ihr Wille halt durchgesetzt wurde. Frage an euch da draußen, was denkt ihr, wie ich mich fühle, wenn ich solche Kommentare hier lese, wenn ich nach Hause komme und mir sowas anhören muss, weil die Ursache dafür eine einfache, schlichte Verdrehung der Tatsachen ist und einfach ein absolut falsches Framing, was bewusst gewählt wurde. Außerdem sollte sie sich mal ganz genau selber überlegen, wem sie bzw. ihre Anwältin eigentlich. Also nach dem Ausschnitt eben in ihrem TikTok finde ich es tatsächlich, es ist Framing, ja, sehe ich auch so. Was steht hier? Das ist ein Ausschnitt aus der Abmahnung oder was? Dadurch fühlt sich unsere Mandantin extrem eingeschüchtert und erlitt auch irgendwas. Auch wenn ihre Aussagen als Meinungsäußerungen zu werten wären, nehmen wir ihre Aussagen und ihr Verhalten ein Ausmaß an, welches unsere Mandantin im Hinblick auf die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte nicht hinzunehmen hat. Dies lässt vermuten, dass sie private Informationen über unsere Mandantin sammeln. Vorwirft, dass ich irgendwelche privaten Informationen über sie sammeln möchte. Ich habe nämlich absolut gar keine Informationen über sie. Ich weiß nicht, an welcher Schule sie ist oder sonst irgendwas über ihr Leben. Aber sie ist diejenige, die meinen Nachnamen kennt, die meine studentische Mailadresse kennt und die meinen Bruder sofort identifizieren konnte aus dem Stegreif. Und diese Informationen sind halt wirklich extrem unter Verschluss. Die weiß halt for real keiner. Sie weiß halt for real über mein halbes Privatleben. Geht natürlich jetzt auch ein bisschen, merkt man, ne? Das Video ist auch, glaube ich, deshalb so lang. Man merkt schon, er hat da viel, viel Zeit und Mühe reingesteckt, hat das alles nochmal aufgearbeitet. Wir sind ja jetzt gerade mal bei der Hälfte. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Wenn du so eine Abmahnung ins Haus bekommst, da geht erstmal die Pumpe, ne? Von daher denke ich, das ist auch, merkt man ja auch hier, es ist viel der Emotion geschuldet auch, ne? Das schwingt schon so mit. Muss ich sagen, dass deshalb ja auch diese ganzen Dinge drumherum hier jetzt mit dem Bruder und so weiter. Von daher, ich versuche das ja immer sachlich zu analysieren und auseinanderklambüsern, aber bei solchen Dingen schwingt da eben auch die Emotion mit. Na, das darf man nicht vergessen, also kann ich nachvollziehen. Ohne dass man an diese Infos öffentlich kommen kann. Und wenn man doch irgendwie durch tausende Ecken daran kommen könnte, und ich weiß nichts davon, wie ist sie bitte darauf gestoßen? Also dann muss sie ja wirklich extrem danach gesucht haben, um an diese Informationen zu kommen. Und das wäre ja schon ein bisschen erschreckend, weil sie ja dann nach meinen privaten Informationen suchen würde und ich nicht nach ihren. Aber sie wirft mir das vor. Sehe ich da etwa die nächste Lüge? Also eigentlich müsste ich mich jetzt mal in eine extrem teure psychische Behandlung begeben, weil mich das ja so unfassbar fertig macht, dass sie irgendwelche privaten Informationen über mich hat und sie dann auf die... Also ein bisschen fieser Seitenhieb jetzt, ne, mit der psychiatrischen Geschichte. Das ist das, was ich sage, da schwingt jetzt ein bisschen die Emotion mit, ne? Das, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, sollte man natürlich nicht machen, muss man alles sachlich sehen, so wie ich. Verklagen, das hätte sie nämlich wirklich mal verdient. Und an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis an die Lehrerin-Frau direkt. Alle diese Infos, die du da gesammelt hast, sind privat und selbstverständlich werde ich rechtlich dagegen vorgehen, wenn da irgendwas weitergegeben werden sollte, ne? Also nur damit das klar ist. Und Dinge aus unserem Privatchat verdreht hat und ein sehr spezielles Narrativ meiner Persönlichkeit gedreht hat. Ey, das ist wirklich Comedy Gold. Ich habe Sachen aus unserem Privatchat verdreht. Digga, ich habe hier seit, keine Ahnung, einer halben Stunde aufgeklärt, wie sie dauerhaft Sachen aus unserem Privatchat verdreht. Also, das ist unfassbar. Also quasi alles, was sie bisher erzählt hat, war einfach nur erstunken und gelogen oder zumindest extrem verdreht, sodass es überhaupt nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Aber gut, ist mein Fehler, sorry, sie lügt ja nie. Also das, was für mich gerade sehr schwierig ist, ist, dass ich die Kommentare bekomme, ich würde lügen und ich sitze hier so. Nee,
tue ich nicht. Also langsam müsste sie sich wirklich mal darüber Gedanken machen, ob ein Richter ihr nochmal irgendetwas glauben wird. Also ich meine, ich habe das Ganze ja dokumentiert und mein Anwalt und ich können natürlich aufweisen und zeigen, dass sie halt dauerhaft am Lügen ist und das auch bewusst und direkt in die Kamera macht. Wir können natürlich aufzeigen, dass sie nicht mehr glaubwürdig ist. Also sie sagt halt so gut wie nie die Wahrheit. Wie wird irgendwer ihr nochmal irgendwas glauben? Dass das so viele Leute supporten, das finde ich wirklich krass. Und dann wird mir das Ganze auch noch untergeschoben als, ich bin nicht kritikfähig. Aber das Ganze geht doch gar nicht um die Sache, um meinen Content, um irgendwas, was man objektiv kritisiert gerade. Es geht nur gegen meine Person, mittels falscher Tatsachenbehauptungen. Es geht gar nicht um ihren Content? Kommt jetzt wieder diese Behauptung der falschen Tatsachenbehauptung. Ich habe jetzt noch keinen Punkt gesehen, außer vielleicht das vorhin mit dem demokratiegefährdend, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat er das auf Abmahnung bezogen und nicht direkt auf Sie. Ansonsten habe ich nichts gehört im Punkt unwahre Tatsachenbehauptung. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie in einer Parallelwelt lebe oder so, aber in meinen zwei Videos. Du siehst hier aber auch sehr schön, das will ich auch nochmal sagen, da schließt sich wieder der Kreis, warum ich gesagt habe, es war eine blöde Idee mit Ihrem Kommentar. Daraus ist eine solche Auseinandersetzung geworden, ausgehend von einer, ich kenne ja seine Reactions und die sind vielleicht auch manchmal ein bisschen kritisch. Das ist halt so sein Job und das macht er ja auch so. Ich habe es jetzt aber nicht als beleidigend bisher gesehen oder dass es irgendwie drüber wäre. Es sind manchmal harte Reactions, ja, aber das ist eben so bei Reaction-YouTubern und da gibt es ganz viele, wo das halt mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Wie gesagt, bei ihm ist mir jetzt wirklich noch nichts krass negativ aufgefallen, aber ich kenne jetzt auch nicht alle seine Videos, aber einige habe ich gesehen und ich fand das jetzt nicht so krass. Und durch ihre Vorgehensweise und dann mahnt sie ihn ab, begibt sie sich natürlich genau in so einen Schlagabtausch. Das merkt man ja auch, dass er ein bisschen angefressener war oder ist und das sich ja auch zurecht, kann ich nachvollziehen. Und dass da eben natürlich jetzt alles, was die andere Seite sagt, dann irgendwie zerlegt wird. Ne? Das ist genau das. Es geht jetzt eher an diese leeren Frau, was man mit sowas halt auslösen kann. Da muss man wirklich aufpassen. Das würde ich auch als Anwalt dann immer vorher raten. Pass auf, wenn die Anwälte schreiben, sage ich immer wieder, dann wird das Ganze, geht das in eine bestimmte Richtung und dann kommst du da auch nicht mehr raus. Na, so viel dazu. Geht es halt ausschließlich um ihren Content. Ich habe ein paar von ihren Videos eingeblendet und dann immer was dazu gesagt, was ich schlecht finde, was ich gut finde. Da gibt es auch keine falschen Tatsachenbehauptungen, sondern nur meine Meinung. Und das hat mein Anwalt auch wunderbar in seinem Brief dokumentiert. Ich habe die Abmahnung 4 Volljuristen gezeigt und die haben alle gesagt, dass die Anschuldigungen da drin, dass es irgendwelche unwahren Tatsachenbehauptungen gewesen seien, ein absoluter Witz wären. Zwei dieser... Ich will sie auch sehen, die Abmahnung. Wo ist sie? Schick sie mir bitte. Juristen sind übrigens absolute Medienrechtsexperten und einer meinte auch, dass die gerügten Zitate von mir perfekte Lehrbuchbeispiele wären für eine Meinungsäußerung. Also, dass man anhand von meinen Äußerungen quasi anderen beibringen und zeigen kann, was denn quasi ein Paradebeispiel für eine schlichte Meinung ist. Tja, und jetzt ist es passiert. Mein Kopfhörer ist leer. Super. Ah, tja, jetzt ist es passiert. Kopfhörer leer. Warum habe ich heute diesen Kopfhörer? Weil der andere wurde mir geluxt von der Familie. Der hätte keine Batterie gebraucht. Habe ich noch einen zweiten dabei? Nein. Habe ich so ein Kabel, um das hier aufzuladen? Ich glaube auch nein. Tja, damit ist es auch so. Wir sind jetzt in seinem Video bei, wo stehen wir? Knapp 43 Minuten. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte. Dann lassen wir es hier mal dabei. Ich fand das sehr interessant. Ich muss natürlich sagen, es ist viel zur Background-Geschichte drin, habe ich ja schon gesagt. Ist auch ein bisschen dem Hintergrund geschuldet und natürlich auch wahrscheinlich der persönlichen Betroffenheit. Das ist ganz normal, dass er auch jetzt viele Sachen klarstellen will, die sie halt gesagt hat, weil er sich eben von ihr da auch falsch dargestellt fühlte, was ich bisher gesehen habe, auch zu Recht. Von daher ist das klar, die juristischen Sachen waren bisher nur wenig Punkte drin. Ja, dazu habe ich was gesagt. Bisher keine großen Knüppler drin, muss ich sagen, war ein bisschen enttäuscht. Als ich damals gehört habe, wer abgemahnt worden, habe ich gedacht, das kommt jetzt was weiß ich was. Ja? Beleidigung, Schmähkritik,
und, falsche Tatsachenbehauptungen, alles Mögliche, ja, unwahre Tatsachenbehauptungen. Aber bisher wird es nur diese Kleinigkeiten hier. Einmal Demokratie gefährden, dann hatten wir die Geschichte mit der Musik und was hat man noch? Ah, das mit dem vermeintlichen Datenschutzverstoß, ja. Also ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Wir schauen weiter. Ich fand es sehr interessant und ich finde es toll, dass mal jemand darüber so offen spricht und da auch die Punkte mitteilt. Ich hoffe, da kommt da noch mehr im zweiten Teil. Also muss ja noch was kommen. Und wie ich gesagt habe, ist ein Paradebeispiel, wie sich sowas hochschaukeln kann. Eigentlich aus nichts. Oder es wäre, ja, Rezo hat so schön gesagt, hätte sie einfach gar nichts gemacht. Dann wäre vielleicht auch gar nichts passiert. Jetzt hat sie tatsächlich in Anführungszeichen einen Schaden anscheinend davon getragen, indem sie Follower verloren hat. Aber da muss man natürlich, wie ich das schon gesagt habe, auch dazu anmerken, das sind natürlich Leute, denen dann vielleicht was nicht mehr passt und die dann eben ihren Kanal auf TikTok verlassen. Ja, das ist dann halt so. Aber das löst man natürlich auch irgendwie selbst aus. Ja, die Geister, die ich rief, von daher sag sogar ich, der Hardcore-Kläger, immer ein bisschen aufpassen. Bevor der Anwalt kommt, lieber mal überlegen und immer auch sich das Umfeld anschauen. Ja? Ich meine, hier geht es ja nicht um, keine Ahnung, irgendwie eine baurechtliche Auseinandersetzung, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt vor Gericht, verklagen den Bauträger oder umgekehrt, sondern hier ist halt ein Social-Media-Zusammenhang da und da gelten auch ein bisschen andere Spielregeln. Ja? Nicht rechtlich. Rechtlich ist das alles genauso wie hier im Zivilleben auch, aber es kann halt möglicherweise andere Umstände zur Folge haben. Und wenn man sich hier ein bisschen bewegt, weiß man das. Und sie hat ja anscheinend viele hunderttausend Follower, dann weiß sie das sehr genau, was da passieren kann. Und da muss man dann halt manchmal mal sagen, hey, Vorsicht und so weiter. Ja. Aber interessant, war es nicht, wie viel, 28 Seiten, 30 Seiten? Und bisher eigentlich noch wenig Substanz dabei. Okay, wir schauen wann anders weiter, wenn mein Kopfhörer geladen ist. Ich wünsche euch was und viele Grüße an Salami und vielen Dank bisher für das halbe Video. Den Rest machen wir noch. Danke und ciao. Du hast die Kamera jetzt woanders stehen. Da oben. Ah, danke und ciao.